Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Gott und die Welt und heute mit zwei besonderen Gästen, mit Alexander Kühn und Antoine Richard, die ja beide mal im Privatfernsehen sehr erfolgreich unterwegs waren und diesem heute aber den Rücken gekehrt haben. Warum, das erfahren wir bestimmt von beiden heute und ich würde sagen, das gibt genug Gesprächsstoff, jetzt geht's los. Yeah, und da sind sie auch schon. Erstmal hi Frank und hallo Antoine Richard, hi Alexander Kühn. Wir machen heute so eine kleine Trash-TV-Slash-Privatfernsehen-Sendung, in der wir mal ein bisschen über alte Zeiten sprechen und eure Rolle früher in den Medien. Genau, ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich auf die gemeinsame Zeit. Was geht ab? Hallo, schön hier zu sein. Ist für mich eine ganz große Ehre. Weil ich bin großer Novido-Fan, schon sehr lange. Ja, dann auch von mir ein recht herzliches Hallöchen in die Runde und natürlich auch an dich, Alexander. Und wie Aaron das jetzt gerade schon in der Anmoderation gesagt hat, wir haben es mit euch beiden, Richard und Alexander, mit zwei aus dem Privatfernsehen bekannten Gesichtern zu tun. Dschungelcamp und Germany's Next Topmodel-Fans wissen, was ich meine. Und auch als Spezialist für Antiquitäten, kennt man dich, Antoine, aus den Superhändlern, aber auch noch aus anderen Formaten. Schön, dass ihr da seid und ja, ich freue mich mit euch heute mal in die Tiefen des Trash-TVs abzusteigen. Das soll zumindest das Thema der Sendung sein. Mal schauen, wo es uns hinführt. Ja. Die eine oder andere Anekdote werdet ihr sicherlich preisgeben können von eurer Zeit als Trash-TV-Star. Ja, der Alexander weiß ja auch bestimmt, ne, man unterschreibt so Verträge. Ich weiß nicht, was du so alles unterschrieben hast. Ne, und da sind natürlich viele Klauseln drin, wo man eigentlich am Ende fast gar nichts wirklich sagen darf. Aber ist das so? Ja, also zumindest für eine gewisse Zeit war das bei mir so, dass man währenddessen vor allen Dingen natürlich nichts preisgeben darf, weil die ja davon leben, dass man sozusagen exklusiv die Informationen hat. Aber ich bin natürlich auch gespannt zu hören, wie das bei unserem Hauptgast heute ist, was es da so für Neuerungen gibt. Ich meine, bei mir war das 2017, ist das zu Ende gegangen so langsam. Und wahrscheinlich haben die nochmal aus den ganzen Erfahrungen nochmal die Verträge nochmal neu überarbeitet und vielleicht auch etwas schärfer gemacht. Deswegen freue ich mich heute dabei zu sein, das Ganze flankieren zu dürfen. Und ich bin gespannt, was der Antoine uns so alles zu berichten hat. Dann auch nochmal herzlich willkommen bei Nuoviso, wenn du sagst, du bist Fan. Ja, cool, dass es mal geklappt hat. Ist es denn überhaupt so? Ich habe ja über euch beide so behauptet, ihr habt dem Privatfernsehen den Rücken gekehrt, aber tatsächlich, ihr tretet dort auch nicht mehr auf und das wird auch nicht mehr passieren, oder? Das ist bei dir zumindest, Antoine Richard, auch der Fall, oder? Ja, also ich würde schon sagen, dass man das so formulieren kann, ich habe die Entscheidung getroffen, das nicht mehr zu machen. Ich wollte das nicht mehr machen. Aus verschiedensten Gründen. Ich habe insgesamt 4 TV-Sendungen gemacht und das war jetzt nicht, dass ich da einmal aufgetreten bin, sondern es waren Daily-Formate. Bei Die Superhändler war ich 2 Jahre on air, teilweise jeden Wochentag. Und das ist dann, sage ich mal, schon massiv, weil auch wenn das vielleicht einige Leute nur nebenbei geschaut haben, der Bekanntheitsgrad des Gesichts ist dann einfach richtig krass hoch. Und ja, das Fernsehen, das war ja vorher schon eigentlich irgendwie tot, kann man sagen. Ja, also ich habe schon 2015 habe ich schon YouTube. Was ist das denn? War ich das? Ich glaube, du hast so eine Bewegung gemacht und dann. Weil Zoom erkennt manchmal so Gestikulation. Okay. Das ist Entertainment, ja. Lustig. Ja, also, dachte schon lange, das Fernsehen ist sowieso irgendwie tot. 2015 habe ich schon YouTube gemacht und tatsächlich auch von Anfang an sehr viele Nuoviso-Sendungen gesehen. Und ich glaube, der triftigste Grund, warum ich momentan zumindest nicht mehr beim Fernsehen bin, ist, dass mich dieser ganze Zirkus, dieser ganze Betrieb sehr krass gelangweilt hat. Also es hat mich sehr krass gelangweilt. Und Corona, also diese Zeit Corona war natürlich nochmal ganz speziell schlimm im Fernsehen, aber es war vorher halt auch schon problematisch, es war vorher auch schon woke und so weiter und ich hatte einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen,
Ich habe das, also das sage ich jetzt ganz uneitel, ja. Also ich habe das an einem Punkt entschieden, wo ich eine ganz krasse Karriere hätte machen können. Also mir wurden Sendungen angeboten, ich hätte eine eigene Sendung, wo nur ich zu sehen gewesen wäre, bekommen können. Ich hätte bei RTL richtig krass durchstarten können. Aber mein Kopf, meine Seele und mein Körper auch haben mir gesagt, ich will das nicht, ja. Und das dann zu entscheiden, ist schwer, wenn dir immer mehr Geld angeboten wird. In dieser Sendung, die Superhändler, war ich mit Abstand, also wirklich mit Abstand, ich sage das wirklich, was so ist, ich möchte jetzt da keine Blumen dafür, mit Abstand der erfolgreichste, der bekannteste, der mit den meisten Followern bei Instagram und so weiter. Ich denke, der Alexander wird das wissen. Man misst das in Instagram-Followern, ja. Und man sieht eben sofort, wenn eine Sendung ausgestrahlt wird, siehst du sofort, wie du die Follows eben reinkriegst und kannst genau messen, aha, dieses und jene Gesicht ist jetzt eben das Erfolgreichere. Und wenn dir dann eben immer mehr Geld angeboten wird und du dann sagen musst, nein, und dann auch noch Leute bei dir anrufen und sagen, ja, wie sieht's aus? Wir machen jetzt das, wir machen das. Und du musst immer sagen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr. Das ist echt schwer. Das ist mir sehr schwer gefallen. Gibt es eigentlich so eine Hierarchie nochmal unter den Privatsendern? Weil ich habe manchmal das Gefühl, bei ProSieben sind so ein bisschen mit Joko und Klaas oder sowas, die dann auch später bei Amazon irgendwie jetzt bei LOL und sowas, bei diesen krassen Formaten, die dann noch mehr gepusht werden, wo ich das Gefühl habe, noch mehr Kohle drin steckt und sowas, kommen die Der oft aus. erfolgreichste Sender, der Ja. erfolgreichste Privatsender ist RTL. Ja, die RTL ist, das sind die erfolgreichsten. Aber sie machen natürlich normalerweise, und das ist übrigens auch ein Punkt, weshalb ich da nicht mehr sein wollte, Fernsehen auf einem relativ niedrigen intellektuellen Niveau. Und als die Superhändler produziert worden ist, bevor das ausgestrahlt wurde, war es noch nicht klar, wie die Sendung gemacht werden sollte. Und ich habe ganz oft bestimmte Dinge gesagt, wie ich das gerne machen würde. Zum Beispiel wollte ich, das ist ja so eine Show, wo Leute reinkommen und Sachen verkaufen, in vier verschiedenen Zimmern, also vier Räume, ein Deal, so ein bisschen wie so eine Spielshow. Und am Anfang haben die das so geplant, wie eine Spielshow, die Leute kommen rein, man handelt, ja, und dann gehen sie in den nächsten Raum, wenn sie das Angebot nicht wollen. Und ich habe gesagt, halt, stopp, das ist doch langweilig, Leute. Die Zuschauer erfahren fast nichts über die Exponate, die erfahren fast nichts über die Geschichte der Leute, die die Sachen bringen. Lasst mich doch mal ein bisschen mit denen reden. Und dann haben die gleich gesagt, nee, das wollen die Zuschauer nicht sehen, das ist zu tiefgängig, die wollen keine Gespräche, wir wollen das zack, 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 zack durchmachen. Und ich habe mich da durchgesetzt und die Sendung war dann halt sau erfolgreich und ich war der erfolgreichste Kopf in der Sendung. Und ich habe es sehr krass niveauvoll gemacht, so niveauvoll, wie es eben geht für RTL nachmittags. Und die haben das selbst teilweise gar nicht geglaubt, welche langen Gespräche und auch auf einem hohen Niveau dann dort nachmittags bei RTL, wo sich normalerweise die Leute anschreien, geführt worden sind und wir dann Sachen erzählt haben, also die anderen Händler natürlich auch, über die Herkunft der Objekte, das Alter der Objekte, die Geschichte der Objekte. Wir waren fast niveauvoller als Bares für Rares, also von den Background-Infos. Und ja, das war natürlich super, aber man muss sich da durchsetzen, weil, das war auch beim Turteltrupp so, die wollen schlechtes Fernsehen machen, weil sie glauben, ihre Zuschauer sind dumm. Ja, also es gab ja mal diesen berühmten Film, Free Rainer hieß der, glaube ich, mit Moritz Ist Bleibtreu. einer meiner Lieblingsfilme, Free Rainer, absolut, ja, aus Berlin. Absolut top. Wie die dann anfangen, die Boxen zu manipulieren, um sozusagen dadurch das Fernsehen zu bessern. Absolut klasse Filmempfehlung, wer den noch nicht gesehen hat, Ja, Free Rainer kenne ich auch, super. anschauen. Klassiker. Ja, also, das, so. Ja, Ich und glaube, den vor hatte allem ich im von. Kopf. Den hatte ich im Kopf, diesen Film, und habe mir Ja. gedacht, die Zuschauer, die sind nicht so dumm. Ja, beziehungsweise wäre es gut, an einem Punkt anzusetzen, wo sie ein bisschen, also wo die Sendung ein bisschen intelligenter ist als der jeweilige Zuschauer, um ihn auch irgendwie ein wenig herauszufordern. Es muss ja nicht Ja. irgendwie Uni-Niveau haben, aber so, dass man sagt, okay, ich habe mir das jetzt nachmittags angeschaut und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht verarscht worden. Das ist hier keine emotional Show, wo Leute ausgebeutet werden, sondern das ist einfach eine Show mit Herz und Entertainment natürlich auch, ne? Und das habe ich versucht und ich meine, dass ich es geschafft habe. Ich hätte gerne noch viel mehr gemacht. Ich habe dem Chef von RTL eine eigene Sendung angeboten, dessen Konzept ich jetzt natürlich nicht verraten kann, weil vielleicht mache ich das mal irgendwann bei YouTube oder so. Und habe ihm gesagt, hör mal zu,
diese Sendung, die können wir machen. Ich mache das für dich, ja, die könnte richtig krass geil werden. Und die haben schon so fast angebissen, das zu machen. Und dann haben sie am Ende doch gesagt, na, Antoine, du brauchst noch ein bisschen Zeit. Wir geben dir erstmal eine andere Show zusammen mit dem Oliver Geissen. Da kannst du dann erstmal so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und dann habe ich diese Show gemacht und angefangen und habe da, glaube ich, 4, 5 Folgen gedreht. Und habe während der Show, also während, da waren schon die Verträge unterzeichnet und da wurden schon Aufzeichnungen gemacht, das wurde auch gesendet, habe ich gesagt, Leute, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich muss kotzen, wenn ich in die Sendung reingehe. Und dann noch mit Corona und dem Woke und, ne, ich war wirklich, das hat mir hier alles gestanden, wenn ich gar hier. Wie hieß das, Antoine? Kann man dazu was finden? Hitch oder Kasse? Aber Da gibt es weißt du, sogar Trailer so. das ist aber nicht nur die Denke beim Privatfernsehen so. Ich habe 8 Jahre öffentlich-rechtliches geschnitten, viele Tagesthemenbeiträge, aber überwiegend Nee, Geld. nee, Kitsch oder Kasse, Ach, nicht sorry. Cash. Ja. Und von Sorry. daher kann ich das bestätigen, weil auch in den Redaktionen beim Öffentlich-Rechtlichen hat man immer gesagt, das Niveau ist deswegen so, weil der dümmste anzunehmende Zuschauer muss es verstehen. Dass damit natürlich alle anderen intellektuell unterfordert sind, ja, das ist dann nicht das Problem. Ja, Hauptsache, Ja. jeder kapiert. Ja. Und wenn du das als Messlatte nimmst, klar, dann ist das Niveau natürlich so. Und da, von daher kann ich das absolut nachvollziehen, dass du da die Schnauze voll hattest. Aber du hast gleichzeitig vorhin gesagt, es fiel dir sehr schwer, ne? Weil natürlich, ja, da wegen Geld und Ruhm, ja, und dem zu widerstehen, das ist natürlich, das spricht ja für deinen Charakter ohne Frage. Und auch wenn ich dich jetzt hier schon reden höre, ja, das passt nicht zu RTL. Ja, ganz eindeutig nicht. Da habe ich Ja. mir immer gewünscht, Entschuldigung, nach dir, Alexander. Ne, ich wollte dich fragen, ehrlich gesagt, du hast jetzt schon zweimal ganz stark das Wort Woke erwähnt und das ist ja in den letzten 5 Jahren wirklich sehr intensiv geworden. Wie ist dir das begegnet und was ist dir da aufgestoßen bei dem Ganzen? Also begegnet ist mir das Woke eher mehr generell. So wie euch auch natürlich, ne? Speziell im Fernsehen war es jetzt nicht das ausschlaggebende Problem, aber da war es natürlich auch, ne? Also also es ist aber die Leute Kreative, ja, also bei RTL ist es wahrscheinlich sogar noch einigermaßen wenig, ja, beziehungsweise bei den Produktionsfirmen, das hat ja die UFA produziert, ja, aber das dann hängen natürlich dann so Regenbogen Sachen und wir sind Pride, das hängt dann so in diesen offiziellen Gebäuden, hängt das dann da und das ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm, ja. Also die Wokeness stört mich eigentlich viel mehr von diesen aggressiven Leuten, die in den Öffentlich-Rechtlichen oder so sind. Man muss ja auch unterscheiden. Also Privatfernsehen ist Privatfernsehen, es ist werbefinanziert. Meinetwegen können die eigentlich machen, was sie wollen, denn wenn die Leute das nicht sehen wollen, dann gibt es eben keine Werbung mehr oder es gibt weniger Einschaltquoten. Was mich immer stört, man hat ja auch gerade diesen Fall gehabt mit diesem Comedian, ja, der Moritz Neumeier heißt er, glaube ich, der dann irgendeinen Witz gemacht hat mit den 70-Jährigen, die können dann irgendwie sterben oder so, keine Ahnung. Und ich habe dann auch getweetet, Leute, für mich darf Satire alles, ja, aber ich möchte nicht gezwungen werden, dafür zu bezahlen. So. Und ich habe sogar mal ein Video, YouTube-Video gemacht darüber, dass RTL ein guter Sender ist, weil sie produzieren, was die Leute sehen. Ich hab überhaupt kein Problem damit, wenn Leute Dschungelcamp gucken. Ich habe selber auch schon geguckt, ja. Einer von den Superhändlern war auch im Dschungelcamp später. Es ist nicht per se schlecht, das zu gucken. Du musst es ja nicht gucken. Du musst es nicht bezahlen. Und nicht alles, was in RTL läuft, ist dumm. Es ist Entertainment. Und ich finde es auch so ein bisschen von oben herab dann den Leuten zu sagen, ja, wieso guckst du das? Guck doch jetzt lieber Arte oder so. Das sind Leute, die teilweise auch, die kriegen ja nicht alle Bürgergeld. Manche arbeiten auch hart und dann kommen sie eben abends nach Hause, gucken RTL und wollen dann nicht irgendwie was super Komplexes noch schauen. Oder die sind vielleicht Mütter und machen ihren Haushalt und versorgen die Kinder den ganzen Tag und dann machen sie nachmittags halt mal eine Sendung an. Da würde ich nie was dagegen sagen, okay? Aber was mich eben stört, ist, sorry, das ist, ich weiß nicht, mein Charakter ist so, wenn ich mich langweile, raste ich aus. Ich raste aus. So, und ihr müsst euch das so vorstellen, diese Sendung wird jeden Tag produziert, also 5 Tage die Woche, sitzt du in dem Studio und du wartest. Du wartest, du wartest. Und dann machst du immer das Gleiche.
Du guckst in die Kamera, sagst deinen Ton so. Und das Problem ist auch, die Protagonisten, die da neu reinkommen, die waren noch nie im Fernsehen. Die Superhändler hatten teilweise kaum Fernseherfahrung. Du sitzt dann da und du wartest Ewigkeiten, bis sie endlich ihren Satz in die Kamera geleiert haben. Und ich hätte in der ganzen Zeit die Sendung alleine machen können. Also der Şükrü zum Beispiel, der die Sendung moderiert hat, ein sehr intelligenter, angenehmer Kerl, auch der ein oder andere Superhändler, aber sehr viele Leute am Set, vor der Kamera, hinter der Kamera, scheißegal, sind teilweise, wie soll man sagen, von schlichtem Gemüt. Und es ist ja meine Lebenszeit, okay? Und ich muss mich ja wirklich fragen, wenn ich abends nach Hause gehe nach so einem Dreh und dann weiß ich, okay, du hast jetzt so viel X Geld verdient und so weiter, hast so viel Follower bei Instagram. Am Anfang denkst du, boah, geil, da tue ich jetzt alles dafür so. Aber nach 2 Jahren, wenn du im Aldi, im Lidl erkannt wirst, wenn du die Follower hast bei Instagram, wenn deine Gage nach oben gestiegen ist, dann fragst du dich ja auch, wofür? Warum? Wofür machst du das? Wenn du von Langeweile sprichst, du hast gerade dieses Warten und die Routinen und das immer Gleiche angesprochen, aber auch fehlende Innovationskraft im Privatfernsehen, dass man mal was Neues probiert, auch sowas in die Richtung. Absolut. Also klar, da steckt ja viel Geld dahinter so. Ja, also ich kann das schon verstehen, wenn die jetzt nicht sofort sagen, Antoine, deine Idee ist super, wir machen das mal, wenn es nicht funktioniert, ist auch scheißegal und so. Ich will das nicht, also ich musste mich sehr hart durchsetzen, aber ich habe auch Verständnis dafür. Ich meine, wenn man da an so ein Set kommt, da arbeiten 100 Leute, okay? 100 Leute. Die Vorbereitung der Sendung dauert Wochen, Monate, manchmal Jahre. Das sind eingekaufte Franchises, da stecken Multimillionen Euro dahinter. Da ist mir schon klar, dass manche dann so ein bisschen Muffensausen haben. Aber es ist halt auch so, da werden dann auch Regisseure eingesetzt, wo du halt auch weißt, okay, das ist nicht Martin Scorsese oder so, das ist auch nicht Ridley Scott, ne? Sondern der hat eine Familie zu ernähren, der hat halt auch einfach Schiss, Scheiße zu bauen. Und ich weiß noch, ich habe einmal live in der Sendung jemanden angerufen. Okay? Also. Das ist ja nicht live die Sendung, aber in der Aufzeichnung, da war da so ein Typ, der wollte mir was verkaufen. Und ich dachte, okay, das stimmt gar nicht, was der erzählt. Und dann habe ich in der Sendung gesagt, ich rufe da jetzt an und habe es auf laut gestellt. Da ist der ausgerastet, ja? Und ich habe ganz viele Sachen gesagt, da haben die gesagt, Antoine, stopp, 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 das schneiden wir alles raus. Und ich sage euch, die haben fast nichts rausgeschnitten. Ich hatte so viel Screentime und das ist eben der Mut, der dann da eben fehlt. Aber das liegt natürlich auch am Geld, ja? Und ich kann es eben auch verstehen. Ich bin ja eigentlich auch Fan von vielen Sendungen in den Öffentlich-Rechtlichen, wenn man nicht dafür bezahlen müsste. Die machen ja schon innovative Dinge, ja. Auch bei Arte und so. Es gibt viele Dinge, die innovativ sind im Fernsehen, aber naja, man kann es nicht erzwingen. Deine Sendung, die du aufgezeichnet hast, wie ich von Aaron erfahren habe, bist du aus der Gegend Mainz, stimmt das? Und dann bist du dann täglich nach Köln gependelt oder wo waren so deine Aufzeichnungsorte? Nee, das war dann in Berlin. Also Ah. die längste Zeit war in Berlin, dann habe ich dann noch währenddessen in Berlin gewohnt. Danach sind die nach Köln gezogen und da bin ich tatsächlich gependelt. Also ich oute mich an der Stelle mal. Ich bin ja eigentlich Fan von vielen Trash-TV-Formaten. Ich schaue die tatsächlich, also in letzter Zeit nicht mehr so, aber früher habe ich die tatsächlich viel geschaut, weil auf der einen Seite war das irgendwie eine Sozialstudie, ja, beste Sozialstudie, die man irgendwie haben kann. Aber ich habe das halt auch immer mit dem Blick von hinter den Kulissen betrachtet. Ja. Also wenn ich mir so eine Reality-Show anschaue, dann sehe ich auch gleichzeitig immer die Macher dahinter. Ja. Ich frage mich dann immer, okay, was haben die sich jetzt dabei gedacht? Warum wird der jetzt vorgeführt und so weiter und so fort? Ich glaube, dass es mir dann halt gelingt, mich einigermaßen in die Macher hineinzuversetzen und teilweise auch das Sadistische dahinter zu fühlen. Ja, weil oftmals ist es das ja. Also Fernsehmacher können sehr sadistisch sein und für die sind die Menschen, die sie da tagtäglich durch ihren Medienfleischwolf da drehen, eigentlich wirklich nur Objekte. Ich meine, bei euch, bei deiner Sendung ging es noch um Antiquitäten an sich. Ja, und trotzdem haben sie trotzdem so einen Menschenfleischwolf gemacht, so zack, 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 muss jetzt schnell gehen. Aber genau das ist ja eigentlich das Spannendste, dass man drüber redet. Du hast vorhin Bares für Rares kurz erwähnt. Dort ist ja tatsächlich die Antiquität im Vordergrund. Und das ist ja mit Abstand das erfolgreichste Format, nicht nur in dieser Sparte, sondern generell, glaube ich, ist das der CTF, der ZDF-Quotenhit. Wie erklärst du dir das, dass gerade solche Formate, wo
wo es vielleicht auch darum geht, dass so Trigger bei den Zuschauern entstehen. Ja, vielleicht liegt da auf dem Dachboden ein Schatz oder so. Was glaubst du, warum gerade solche Formate die noch erfolgreicheren sind als Dschungelcamp, glaube ich, oder ist das jetzt übertrieben? Ne? Dschungelcamp kommt wahrscheinlich nichts dran. Aber Ja, Wahres also ist schon. beide Sendungen sind gut. Das Dschungelcamp ist auch eine produktionstechnisch gesehen, marketingtechnisch gesehen gute Sendung. So, ja. Wahres für Rares auch. Beides gucke ich jetzt nicht. Ich bin jetzt kein Fan von diesen beiden Sendungen. Bei Wahres für Rares ist es so, ich glaube, dass es in die Zeit passt. Das ist ja ab 2015 bis heute, ist ja Wahres für Rares sehr erfolgreich. Und ich habe mich lange gefragt, warum? Weil ich handle ja mit Antiquitäten. Ich bin Kunst- und Antiquitätenhändler. Das ist mit meinem Beruf. Ja, ich habe Psychologie studiert, Kunstgeschichte studiert und diesen Laden gehabt, den ich von meinem Vater damals übernommen habe. Und ich habe mich gefragt, ey, jetzt machen die eine Sendung über deinen Beruf sozusagen. Da sitzen Leute, die alle deinen Beruf haben. Das ist ja lustig. Warum ist diese Sendung so krass erfolgreich? Weil früher gab es irgendwo im dritten Programm Kunst und Krempel oder sowas, ne? Also eine Sendung, die wie Telekolleg irgendwie keine Sau geguckt hat. So eine ganz trockene Sendung, wo dann die Objekte wirklich krass im Vordergrund waren. Und ich denke, die Leute gucken das erstens wegen dem, was du gesagt hast, Frank. Also, dass die hoffen, einen Schatz zu haben, diese Spannung, dass jemand mit so einem Objekt kommt, man weiß nicht, was es ist, und dann auf einmal ist es doch nichts wert, ne? Oder auf einmal ist es doch, das ist auf jeden Fall so. Was aber auch so ist, in dieser Zeit ab 2015 hat man in der Gesellschaftspsychologie gemerkt, wie die Menschen den Boden unter den Füßen verlieren. Alles, was vorher gesichert war bei ihnen, wir sind in Deutschland, wir sind ein erfolgreiches Land. Ja, wenn wir ins Ausland reisen, dann sind wir die Deutschen, dann können wir auch stolz sein und sagen, wir kommen aus Deutschland, die besten Produkte kommen aus unserem Land und die Rente ist sicher. Ne? Und diese ganzen Dinge, das Schulsystem, die Straßen, die Ämter, alles ist so sicher. Ne? Deutschland, Industrienation. Und dann bröckelt das alles immer weiter weg. Und die Sendung Bares Ferraris, die macht Folgendes. Die gibt den Dingen einen absoluten Wert. Da ist ein Experte und der sagt, hier haben wir eine Tasse von Meißen aus dem Jahr 1843. Und die ist aufgrund dieser Farbgebung und diesem Henkel wurde die dort mal erwähnt und bei, ne, und ich schätze den Preis genau auf 300 bis 350 Euro. Das ist dann so eine, wo man sagt, das ist so. Und das gibt den Leuten so eine Sicherheit, die sagen, da sind Dinge zum Anfassen, da sagt jemand, das ist so und dann ist das so. Und dann kommt der nächste spannende Punkt, dann gehen sie in diese Versteigerung rein und dann kommen diese Händler. Und diese Händler sind natürlich Typen, ja, die haben alle ihren Charakter und das mögen natürlich Menschen, Authentizität. Und das ist ja bei den Superhändlern ganz genauso gewesen. Das ist übrigens auch bei eurer Sendung Homeoffice so, die ja, wenn man es jetzt in YouTube-Maßstäben rechnet, eine zu den erfolgreichsten Sendungen bei YouTube gehört, würde ich mal sagen, trotz Cancel Culture und so weiter, ist Homeoffice sehr, 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 sehr erfolgreich. Es kennen sehr viele Leute. Und ihr drei seid immer da am digitalen Lagerfeuer. Man kennt euch, ihr habt eure Eigenheiten und das ist was zum Festhalten. Und mir, der sich die Sendung angeschaut hat, glaubst du nicht, Frank, wie viele Stunden? Also ohne zu lügen, ohne zu lügen, hunderte Stunden habe ich eure Fressen auf meinem riesigen TV gesehen. Hunderte Du Stunden. warst das. Es tut mir leid, ja, aber bist du selber für verantwortlich, ja? In meinem Wohnzimmer, ne? Und das hat mir immer, wenn ich die Sendung eingeschaltet habe, egal was draußen los war, gab mir das so ein Gefühl von Sicherheit. Und das gleiche, das ist jetzt der letzte Satz, Gefühl gibt Bares Ferraris den Leuten. Ein Gefühl von Sicherheit. Also genau den zweiten Punkt, was du jetzt gerade ausführlich beschrieben hast, habe ich auch vermutet. Und es macht auch absolut Sinn. Und man merkt ja auch im Erfolg, dass es passt. Also ich muss gestehen, ich habe diese Trödel-Sendung, diese erste Sendung, die du irgendwann mal da im dritten erwähnt hast, die habe ich als Kind schon geschaut, weil mich das schon fasziniert hat. Und es hat ja auch so ein bisschen was von Schatzsuche, ne? Also das haben wir ja alle in uns, diesen Entdeckerdrang, das Neugierige.
Und vor allen Dingen auch die Idee, dass du auf dem Dachboden, ich war selber als Kind, als kleines Kind, öfters auf dem Dachboden meiner Großeltern bei Bremen, ja, und die hat ganz viele alte Sachen. Und da sind wir dann da rumgeschlichen, haben Sachen gefunden und dann im Endeffekt, wenn du das dann auch siehst, dass dann irgendwelche im Fernsehen irgendwelche armen Menschen, die eigentlich kurz davor sind, aus dem Haus rausgeschmissen zu werden. Und auf einmal wird dann auf dem Dachboden ein kleines Gemälde für 200.000 Euro entdeckt. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja so die Geschichte wie, keine Ahnung, das Mädel wird jetzt von ihrem Prinzen auf dem Schimmel abgeholt. Das geht ja alles so in diese Geschichte, mit der wir aufwachsen, wie wir auch als junge Menschen ein wenig indoktriniert werden, muss man ja auch sagen, ne? Das ist ja die ganzen Märchen. Die Schule, was wir da so alles erzählt bekommen, das reiht sich ja alles zusammen ein. Da habe ich mal gleich noch eine Frage. Wie viel ist denn davon überhaupt echt? Ja, also ich meine, es ist eine TV-Produktion, das ist schon alles klar, dass das sowieso in der Form nicht wirklich die Realität ist. Aber inwiefern ist es denn inhaltlich echt? Alles, ist alles echt. Ist alles echt. Ja, kann ich unterschreiben. Hätte ich auch sonst nicht mitgemacht, ja. Ich habe bei meinem Trödeltrupp angefangen, das war vor 15 Jahren, und die Sendung ist auch echt, ja. Ich glaube, die meisten Doku-Soaps und so Sachen sind echt, aber was eben dort gemacht wird, es wird so ein bisschen gedreht an bestimmten Reglern, ja. Also wenn ich jetzt mal den Trödeltrupp nehme, das ist ja eine andere Sendung, die ich gemacht habe, und da habe ich auch, ich glaube, 25 oder 30 Episoden gemacht, wo man dann immer 3, 4 Tage unterwegs ist für eine Episode bei den Familien und dann geht man da in dieses Haus rein, ja genau, du zeigst gerade die Bilder, ja, genau, Trödeltrupp. Und da ist es dann schon so, alles ist echt, das Haus, die Leute, die Geschichte, aber die wissen genau, wie die das machen müssen, damit die Emotionen kriegen. Ich weiß noch, das ist jetzt mal eine Anekdote, die ich euch erzähle, Leute. Die ist echt, die ist lustig. Ich habe zwei, aber ich erzähle erst mal eine, die mir so einfällt. Und zwar, das war eine Familie, da ist der Opa oder die Oma oder so gestorben. Und das war eine Großfamilie, Opa oder Oma ist gestorben, die Eltern waren im Haus, die Kinder waren im Haus und die konnten irgendwie nicht loslassen. Sie konnten die Sachen irgendwie nicht loslassen. Das ist ja dann auch so dieser Punkt, ja, loslassen. Und da war eben alles voll von Zeug und es sollte eben auch verkauft werden. Und der Grund, dass die nicht loslassen konnten, also vor allem der Vater nicht loslassen konnte, war eben, dass er sich nicht lösen konnte von der toten Person. So, und ich habe Psychologie studiert und das war mir auch sofort klar. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein bereue ich das sogar ein bisschen beim Trödelhub, aber da war ich auch noch sehr jung, das ist wie gesagt vor 15 Jahren. Da wurde ich einfach so in diese Fernsehwelt geschmissen und ich habe gespürt, die wollen Tränen und Emotionen. Und ich wusste, wie ich sie kriegen kann, ohne dass was gespielt wird. Ich habe mich einfach hingesetzt, den Leuten dann eben in die Augen geschaut, ne, sodass sie die Kamera vergessen und habe gesagt, ja, erzähl mal. Ja, und was ist mit deinem Vater? Ja, und warum? Du kannst ja nicht loslassen. Woran liegt das? Und dann schaust du Leuten direkt in die Augen, dann vergessen sie die Kamera, dann kommen die Emotionen und dann sehe ich tatsächlich, ich habe es schon ernst genommen, also ich habe die Leute nicht verarscht oder so. Ich habe wirklich gesagt, okay, das sind echt Emotionen, die hole ich jetzt raus. Die Kamera nimmt sie auf, die vergessen alles um sich rum. Und dann sehe ich hinter der Kamera, wie die Redakteurin, die Realisatorin, da steht, während der anfängt zu weinen. Ich sehe, wie sich das Wasser in die Augen kommt. RTL 2 war das dann, ne? Super. So, und sie steht hinter der Kamera und macht so. Wirklich. Und ich Okay. dachte, Alter! Alter, das ist jetzt aber echt eine Nummer zu hart. Die Anekdote geht noch weiter. Dann kommt die zu mir am nächsten Tag und sagt, Antoine, ich habe eine super Idee. Wir gehen am letzten Tag mit denen zum Grab. Und habe ich gesagt, was? Also, es gibt's ja nicht. Wir Doch, so gehen ist zum Grab, die sollen sich da hinstellen, wir filmen das und dann geben wir denen so kleine Bildchen, dann sollen die Abschied nehmen. Die wollen immer so eine Geschichte erzählen, ne? Und ich habe gesagt, ey, Alter, Leute, das ist ein bisschen übertrieben, oder? So, und im Nachhinein muss ich jetzt nochmal entschuldigend Folgendes sagen. Diese Familie, deren Emotionen so krass ausgeschlachtet worden sind, die haben sich viele, viele Jahre immer wieder danach bei mir gemeldet. Die waren positiv, also danke, dass du da warst, das war schön, es hat uns gut getan. Ich habe mich immer gefragt, Alter, die haben doch die Sendung gesehen, die müssen doch gemerkt haben, wie ihre Emotionen ausgeschlachtet worden sind. Und dann ist mir klar geworden, dass das eine Katharsis ist.
Viele Leute, die im Fernsehen Emotionen zeigen und ihre echten Geschichten erzählen, in RTL 2 und so weiter, die ausrasten oder so, keine Ahnung, die jetzt vielleicht nicht, aber so, das ist auch eine Katharsis, dass sie sagen, wenn wir das vor so viel Kameras machen und das die ganze Welt sozusagen sieht, dann ist das wie so eine Art, Alter, diese Funktion, also dann ist das wie so eine Art Beichte oder Zeugnis ablegen. Und ne, das kann auch der Grund dafür sein. Und dann waren die am Grab und das war überhaupt nicht, das war sogar gut. Ich habe das Gefühl gehabt, ey, Alter, die wollen das. Die wollen am Grab stehen und weinen und die Kameras sind auf die drauf gerichtet. Ja, wenn man es jetzt mal vergleicht, es gab ja damals auch, es gab ja Zeiten, wo Jan Böhmermann noch echt cool war und damals zum Beispiel diese Vera-Fakes veröffentlicht hat, wo ja dann auch rauskam, dass da Menschen im Endeffekt gezielt gesucht werden, die im Endeffekt kaum mündig sind, kaum zurechnungsfähig und an der Grenze zu ihr Leben im Griff haben, irgendwie stehen und dass die genau gebraucht werden. Also ich sag jetzt mal, und der Begriff ist nicht despektierlich gemeint, sondern man sucht so an der Grenze zur geistigen Behinderung. Das kann man ja manchen Leuten wirklich dort attestieren, um dann auch zu wissen, die sind sich der medialen Wirkung letztlich gar nicht, der medialen Wirkung gar nicht im Klaren. Würdest du sagen, so weit seid ihr nie gegangen, oder? Es ging da nicht um Doch, ja, doch, doch. Okay. Das ist die zweite Anekdote. Und tatsächlich war ich bei einer Sendung dabei, die so krass war, dass sogar RTL 2 gesagt hat, das können wir nicht senden. Die haben mich da hingeschickt zu der Familie, Mutter und Tochter. Und nach 4 Tagen, Kameramann, Tonmann, Realisatorin, Assistenz, Autos, Vorproduktion, Postproduktion, haben sie dann nachgesagt, das können wir nicht senden. Das ist zu krass. Und ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, kann ich auch noch später was, ne? Auf jeden Fall, die krasseste Szene war, dass wir da zum ersten Mal reingekommen sind und ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Also ich wusste das vorher nicht, weil ich möchte ja auch Überraschungen zeigen und so, ne? Die sagen mir nicht genau, was da los ist. Und ich komme in dieses Haus rein, Mutter und Tochter. Mutter ungefähr 40, Tochter 20. Und die Mutter macht die Tür auf. Es stinkt im ganzen Haus. Messig. Richtig. Nee, ganz komisch. Ganz komisch. Die Mutter hat eine Jogginghose an, auf der Blutflecken sind. Von der Periode. Und die sind, ich denke schon, ich sehe die und denke, die haben eine psychische Erkrankung, alle beide. Mit denen beiden. Also wie so ein bisschen wie in dem Film Psycho, nur mit Frauen, ja? Ganz komisch. Und wir haben diese Sendung dann gedreht und dann haben wir ganz komische Sachen erfahren und dann am Ende wollten sie die Tür nicht mehr aufmachen und dann habe ich immer gesagt, ja, also auch zu der Tochter so, ne, du brauchst auch mal so einen Roundup-Check, ja, also es würde dir auch mal ganz gut tun, wenn du mal so, weiß ich nicht, ne, wenn du mal einen Freund haben willst und so mal einfach mal waschen, so, ja. Und dann hat die wirklich, ganz komisch, dann haben die dann da gesessen am letzten Tag und dann haben die gebadet. Und dann hatte die so wie wenn jemand, so sag ich mal, einen Monat lang sich die Haare nicht mehr gewaschen hat und blonde Haare hat und sich dann die Haare wäscht und die dann so ganz lange kämmt, hat die wie so ein goldener Engel dann da gesessen mit so alten Klamotten aus den 70ern. Es war ganz gruselig. Und dann haben wir erfahren, dass die irgendwann mal Welpen aus dem Fenster geschmissen haben. Es war richtig, richtig krass. Die waren psychisch richtig krass gestört, diese Leute. Und ich habe immer gesagt, ey Leute, was ist das? Was habt ihr, was ist denn das? Ja, wie kann man denn solche Leute in diese Sendung nehmen? Und das ist natürlich vollkommen klar. Und da hast du recht, Aaron. In bestimmten Formaten wollen die Behinderte vor der Kamera haben, die sich lächerlich machen. Natürlich, klar. Und aber viel schlimmer ist, würde ich sagen, noch nicht mal die Leute, die diese Sendung produzieren, sondern die, die sie sich angucken.
Ja, und das ist ja dann auch oft für, und da sind wir dann wirklich bei Unterschichtenfernsehen, weil ich gebe dir auch recht, man hält das Publikum oft für dümmer, als es ist, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sind so weit unten irgendwie im Leben und in der Hierarchie, die ergötzen sich dann oder die können sich selbst nur noch aufwerten, indem sie Menschen anschauen, denen es noch schlechter geht oder die ärmer dran sind als sie. Das ist definitiv beim Privatfernsehen auch ein Phänomen, was man beobachten kann. Ich denke, das kann man nicht Ja, und aber leugnen. was man auch noch dazu sagen kann, ist, dass erstaunlicherweise das durch die verschiedensten Bildungsschichten geht. Also es ist nicht nur so, dass es jetzt irgendwie jemand ist, der, keine Ahnung, Autos wäscht den ganzen Tag oder sowas, ja, oder sondern ich wurde auch sehr oft erschreckenderweise von Rechtsanwälten angesprochen zu der Sendung oder von Leuten, die promoviert haben, von Ärzten und so weiter. Also diese Formate, die werden überwiegend natürlich von diversen Gruppen geschaut, aber es ist doch immer wieder erstaunlich, wie viele schauen sich dann doch im Endeffekt auch aus den sogenannten gebildeten Schichten die ganzen Programme an. Das hat mich viel mehr verwundert, muss ich ehrlich zugeben. Und nochmal, Dschungelcamp und Germany's Next Topmodel sind von der Produktion her und von der Dramaturgie und allem richtig gute Sendungen. Ja, und ich habe mir die einmal angeschaut, komplett, also Dschungelcamp von vorne bis hinten, weil der Markus Reinecke mit dabei war, der mit bei den Superhändlern war, und habe das genauso wie du, Frank, so analysiert mit dem Wissen, wo stehen die Kameras, wo ist der Schnitt, wo sitzt die Regie, ne, was wird da gemacht, und dachte mir, Alter, die sind gut. Das ist spannend. Jetzt gibt es ja schon fast wieder eine neue Revolution von Reality-TV, nämlich all das, was Netflix zum Beispiel macht. Das ist ja nochmal ein völlig neues Level. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da mal reingeschaut habt. Aktuell wird ja Squid Game nochmal als Reality-Show umgesetzt und ich habe da mal reingeschaut und ich muss sagen, ja, also es ist Unterhaltung pur, ja. Wenn man nicht weiter darüber nachdenkt, was da eigentlich dargestellt wird. Aber das ist, wie gesagt, für mein Befinden nochmal ein ganz neues Level an Qualität, was die Produktion betrifft. Aber was meint ihr, in welche Richtung das geht? Weil für mich verschwimmt da auch immer mehr die Realität mit der Fiktion. Ja, bei den Superhändlern und so weiter. Ich habe vorhin gefragt, wie viel ist davon echt? Also, ja, ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus will, aber ja. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch eine alte Diskussion. Ich meine, ich erinnere mich jetzt mal, ich denke an Running Man mit Arnold Schwarzenegger, ja, oder diese ganzen alten Filme aus den 80ern, wo das immer wieder auch thematisiert worden ist. Ich sehe es ehrlich gesagt gar nicht so als Problem. Für mich ist das kein Problem. Ich bin Genau ja darauf sehr. wollte ich eigentlich hinaus. Genau meine Ja. Frage, ja, wie lange dauert es, dass bis wir bei Tribute von Panem oder Running Man tatsächlich angekommen sind, dass sozusagen es in Reality-Shows um Leben und Tod geht, weil das ist dann der Ultimo des Nehmen wir mal Spannungsmöglich. das Beispiel. Okay, bei Tribute von Panem ist es natürlich jetzt kein gutes Beispiel insofern für mich, weil die Leute werden ja unterdrückt und so, ja, und gezwungen, ja. Aber mal angenommen, die Tribute von Panem wäre freiwillig. Dann würde ich als sehr libertär denkender Mensch, bis auf gewisse Ausnahmen, Kinder, Menschen, die nicht mündig sind, alte Menschen und so, ne, würde ich tatsächlich sagen, okay, wenn jemand wirklich das machen wollen würde, wer bin ich? Wer bin ich, ihm zu sagen, das darfst du nicht? Okay? Wenn es jetzt ein Freund von mir wäre, der sagen würde, ey, ich gehe in so eine Show, da kann ich sterben, aber ich kann 3 Millionen Euro verdienen, dann würde ich ihm halt abraten natürlich, ja. Aber mal so, wenn man das mal so wirklich durchdenkt, wenn das jetzt erlaubt wäre, wer bin ich zu sagen, du darfst es jetzt nicht, okay? Aber der andere Punkt ist eben der, den ich finde, ich mache mal ein ganz krasses Beispiel. Die Tribute von Panem als Fernsehshow mit rein Freiwilligen, die alle genau wissen, auf was sie sich einlassen und sehr viel Geld gewinnen können und ihr Leben riskieren, machen viele andere Leute übrigens auch, ne? Es gibt viele Berufe, wo Leute ihr Leben riskieren, so, ne? Und dagegen die GEZ. Und wenn mich jemand fragen würde, was ist unmoralischer?
diese Tribute von Panem-Sendung, wo Leute ihr Leben aufs Spiel setzen, gegen 1 Million Euro oder 18,50 Euro? Würde ich sagen 18,50 Euro. Und zwar, weil die Menschen per Androhung von Gefängnis dazu gezwungen werden, das zu bezahlen. Ganz einfach. Und weil die Leute, die das machen, ihre Machtposition ausnutzen, um gegen die Spielregeln die politische Landschaft und die Meinung und die Gehirne der Leute zu beeinflussen. Aber wenn du mit offenen Karten spielst und sagst, Alter, ich habe hier 5 Millionen Euro, wir spielen die Tribute von Panem nach und du kannst dabei draufgehen, ja, mach's oder lass es bleiben, freiwillig. Okay, ja, freiwillig, aber was ist vielleicht noch eine Stufe weiter gesponnen? Man bietet es dann zum Beispiel zum Tode Verurteilten oder zur lebenslänglich Verurteilten gegen Straffreiheit an. Ja, kommst du auf freien Fuß, wenn du es überlebst, so nach dem Motto. Ja Und da gut, ich ist bin dann gegen schon, Gefängnisse, aber das eine ist ja gewisse. genauso vorstellbar, bei Running Man war es ja, glaube ich, auch so ähnlich vom Plot her. Ja, ich halte das nicht für absolut ausgeschlossen. Im Moment schon, ja, aber die Tendenz geht eher in Richtung, dass das möglich wird. Auf, das ist doch mega geil, dass wir das Thema gerade haben, weil ist nicht Dschungelcamp auf eine gewisse Art und Weise die Tribute von Panem Light? Also es ist doch schon wirklich auch Spielen mit der Entwürdigung zumindest. Es geht nicht um Leben und Tod vielleicht, aber mit der Entwürdigung von Menschen für Geld, für den Anreiz von Geld. Menschen, die normalerweise, also oft sind es ja Leute, die mal gestandene Persönlichkeiten, Promis waren und so weiter und dann irgendwie abgerutscht sind. Und dann, weil sie pleite gegangen sind, weil sie sich verschuldet haben, und eigentlich auch keinen Fuß mehr fassen würden in der Welt der A-Promis und Celebrities über solche Formate, wo sie dann Dinge verspeisen müssen und sowas, was kein Mensch vor laufender Kamera machen würde, über diesen Anreiz. Es ist Tribute von Panem, ohne dass es um Leben und Tod geht, aber zumindest verlierst du statt deinem Leben, verlierst du deine Würde in der Öffentlichkeit. Also es wird ja auf jeden Fall mit Würdelosigkeit Also, gespielt bei dem der Format. Alexander war ja dabei, oder nicht? Ist doch richtig, oder? Ja. Oder da kannst du dann gleich was dazu sagen. Also, ich sehe dich jetzt, ich kenne dich nicht, ne? Und ich denke mir, ich habe vorhin im Vorgespräch 5 Sätze von dir gehört und weiß sofort, okay, du bist nicht nur gut aussehend, du bist auch intelligent, du brauchst das eigentlich überhaupt nicht. Keine Ahnung, warum du es gemacht hast, aber ich habe ja eingangs jetzt erwähnt, meinetwegen kann es jeder machen. Aber ich wusste für mich, dass ich niemals, weil es gibt beim Fernsehen immer genau diese beiden Seiten. Entweder bin ich der Coach oder der gute Charakter, der niemals vor der Kamera schlecht gemacht werden wird, der niemals irgendwie schlecht gezeigt werden wird, bei die Superhändler, bei Kitsch oder Kasse als Moderator oder so, ne? Oder ich bin auf der Seite der sogenannten, wie sie oft genannt werden, dann von den Realisatoren und Redakteuren, Protas. Die sagen nicht Protagonisten, die sagen Protas. Sind die Protas schon da? Wo sind die Protas? Und die Protas, die sind in diesen Sendungen ein bisschen wie Vieh, So okay? Schlachtvieh. Wie Ja. Schlachtvieh, ja, genau, ja. Und ich würde niemals in diese Rolle reingehen wollen. Ich würde eher, was ich ja mittlerweile auch eigentlich so mache, einen YouTube-Kanal haben. Bitte abonniert mich auf YouTube, wo manchmal nur 500 Leute zugucken, aber ich mein Ding mache, als mich lächerlich zu machen, ja? Und trotzdem, weil der Reinecker war ja auch da, ich respektiere jeden, der sagt, ich mache das, das ist ein gutes Angebot, ich weiß, wie ich mich da gebe, das ist Unterhaltung, das ist eine Show, ich entertain die Leute, ich bin lustig oder ich sehe gut aus oder keine Ahnung was. Ich würde niemand verurteilen, dass er ins Dschungelcamp geht, okay? Würde ich niemals machen. Aber ich würde niemals reingehen. Nicht für eine Ja. Million, nicht für eine Million. Ja, in den meisten Fällen stimme ich dir auch zu. Und in den meisten Fällen schadet es den Leuten natürlich viel mehr, als es denen irgendwas bringt. Und das ist auch alles so richtig. In meinem Fall war das halt so, dass ich eben bei Germany's Next Topmodel war und dann das Angebot bekommen habe für Promi Big Brother. Und dann kam ein paar Tage davor, kam der Dschungel. Und ich hatte davor vielleicht eine halbe Stunde, Stunde mal was vom Dschungelcamp gesehen, habe das also nie verfolgt und ich wusste nur, da finden Prüfungen statt. Also so Prüfungen, wo du Mut zeigen musst, da musst du irgendwo rumklettern, du musst da irgendwie auf so einem Seil oder du musst dann, wirst eingesperrt mit irgendwelchen Käfern, Spinnen und dann musst du da irgendwie ruhig bleiben, cool bleiben, irgendwo durchtauchen. Und ich fand das einfach unheimlich spannend und aufregend. Und die Leben, ja, das war so eigentlich die Hauptmotivation für mich, da überhaupt hinzugehen.
Und um den Rest habe ich mir keine Gedanken gemacht, so wirklich. Im Nachhinein kann ich schon sagen, war mit die anstrengendsten 12 Tage meines Lebens und auch noch drumherum. Für viele, die das noch nicht, die das Hauptinterview auf Homeoffice noch nicht gesehen haben, man hat so im Schnitt maximal pro Tag zwischen 2 und 4 Stunden Schlaf. Ja, ich habe in den 7 Tagen 12 Kilo abgenommen. Man hat permanent Schlafentzug. Man wird unterkalorisch ernährt. Man wird alle paar Stunden wird man interviewt. Man wird von diesen Realisatoren, die du da genannt hast, ständig gequält. Das sind auch Kamikaze-Interviewer mit psychologischer Kampfausbildung, um jeden mürbe und schwach zu machen und ihn nur zu irgendeinem sprachlichen Fehler zu bewegen. Also man muss wirklich 24/7 voll konzentriert sein, um nicht die Fassung zu verlieren. Und ja, bei einigen haben sie es geschafft. Und es war für mich echt vor allen Dingen eine psychische Herausforderung, die mich für mein Leben lang geprägt hat, ja, für mein Leben lang. Und deswegen genieße ich das jetzt auch so, in Anführungszeichen Ruhe zu haben. Also ich kann das wirklich würdigen und genieße das total. Und mich würde auch interessieren, wo du jetzt gesagt hast, okay, ich lasse das jetzt sein, mich kotzt das an, ich habe keinen Bock mehr. Wie war für dich der Übergang und was machst du jetzt? Also, man muss Folgendes noch verstehen. Es gibt verschiedene Stufen von Berühmtsein, vom Bekanntheitsgrad. Und also ich sag mal so, Günther Jauch, okay? Also Günther Jauch hat einen Bekanntheitsgrad von, weiß ich nicht, nahe 100%. Also jede Sau kennt den. Der hat aber so viel Geld, dass er ohne Probleme ein Jahr in jedem Land der Welt in einer Villa wohnen kann und sich zurückziehen kann. Jetzt gibt es die Leute, die um Bekanntheit ringen. Da war ich jetzt vielleicht auch mal dabei in diesem Segment, ja? Du vielleicht auch, Alexander, Leute bei YouTube und so, wo man sagt, es müssen mich mehr Leute kennen. Je mehr Leute mich kennen, desto mehr Geld kann ich verdienen, desto mehr kann ich meine Message rausbringen, umso besser ist das. Dann wirst du auf der Straße ein paar Mal im Jahr erkannt. Ein paar Mal im Jahr. Okay? Dann kommt die nächste Stufe, wo du einigermaßen so bekannt bist und das ab und zu mal häufiger vorkommt und du dann schon so denkst, wenn ich draußen so rumlaufe, nicht mehr in der Nase bohren, pass auf, was du anziehst, bisschen aufpassen. Nicht bei Dann, McDonald's essen, ja. genau, so, dann kommt der Punkt, wo du weißt, jeder Fünfte, den du fragst, kennt dich irgendwoher. Und dann passiert Folgendes, das ist ganz spooky. Der Alexander hat es vielleicht mitbekommen, während es gelaufen ist, ja, weil da ist man ja richtig krass bekannt, während die Sendung gerade dann laufen. Du gehst rum in der Stadt oder im Supermarkt und Leute benehmen sich dir gegenüber komisch. Du weißt aber nicht, ob sie dich erkannt haben. Du kriegst wie so Verfolgungswahlen in Anführungsstrichen. Leute benehmen sich so, du gehst irgendwo lang und jemand macht irgendwie so. So. Du weißt aber nicht, warum. Ist was an dir oder hat er dich erkannt? Okay? Und manche Leute sind dann auch so verdreht schon, die denken, die kennen dich von früher aus der Schule oder so, weil sie irgendwo abgespeichert haben dein Face so, ne, und sagen, komm zu dir und machen, wissen aber nicht genau, wie du heißt, so, ne? Und das Ding ist, du kommst dann an einen Punkt, wo du weißt, du kannst nicht mehr vor die Tür gehen, ohne dass du erkannt wirst, aber du hast trotzdem kein Geld. Weißt du? So. Und an dem Punkt war ich, wo ich einigermaßen schon so ein bisschen Geld hatte, aber halt nicht, um wie Günther Jauch abzuhauen. Und mich jede Sau hat ja jede zweite erkannt hat. Und das ist scheiße, Leute. Es ist scheiße. Es ist nicht geil. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich denk jetzt vielleicht, okay, da Antoine vor der Kamera, ne? So ein bisschen narzisstischer Typ bin ich auch. Aber in Wahrheit möchte ich, dass mich niemand erkennt. Ich möchte meine Ruhe. Ich gehe raus. Ich habe eine Kappe auf. Ich war auch der Einzige von den Superhändlern, der anders rausgegangen ist, als er in der Sendung ausgesehen hat. Ich habe mich in der Sendung verkleidet, extra, ne, damit ich draußen nicht so erkannt werde. Am Ende war es sogar so, da war ich mal beim Tierarzt mit der Kappe, mit der Sonnenbrille, mit meinem Hund, bin an der Anmeldung vorbei, sagt die zu mir, Superhändler. Da habe ich gesagt, ja, Alter, ich habe eine Sonnenbrille auf, ne, mit, ich habe sie an der Stimme erkannt. Da sag ich mir, ey, Alter, du bist gearscht. Du musst jetzt richtig Kohle machen. Richtig viel, damit du hier auch mal abhauen kannst, ne? Und dann kam Corona.
So, jetzt sitze ich da mit Was ein Timing. normal viel Geld, also normal halt. Ich bin ein ganz normaler Typ, ne? Jetzt kenne ich natürlich nicht mehr so viele Leute, egal. Aber das ist halt echt scheiße. Es ist nicht geil. Leute denken immer, die haben auch bei Facebook geschrieben, ja? Bei Facebook habe ich über 120.000 Follower. Die schreiben dann, ich poste dann mal so einen Affiliate-Link, ne? Da verdiene ich dann 40 Euro, 50 Euro oder so, weil da sieben Hanseln draufklicken, ne? Schreiben die unten drunter, was ist bloß aus dir geworden? Dich interessiert nur noch Geld und so, ne? Ja, du kannst es dir leisten oder so. Und ich denke mir, Alter, was stimmt nicht mit euch? Ja? Das ist doch vollkommener Quatsch. Ja, die Leute setzen Bekanntheit mit Reichtum gleich. Ja. Das ist natürlich falsch. Man muss auch wirklich dann dafür sorgen, dass man sozusagen einen Hebel hat, über den man dann auch wirklich gut Geld verdienen kann. Und man sieht es ja, wie es in Amerika läuft. Da in Amerika oder in vielen anderen Ländern ist halt die Bekanntheit, wird dann auch entsprechend gemanagt und dann wird das auch in Geld umgewandelt. Und ich glaube halt auch manchmal, der deutsche Markt ist für sowas auch nicht so optimal gemacht. Ja, also ist es viel Neid dabei. Und ich meine, dein Image war ja, soweit ich das ja einschätzen kann, recht okay und positiv. Und dadurch könntest du ja auch im Grunde genommen auch regelmäßig oder gewisse Werbepartner ja haben. Aber Nee, so. Nee. Corona, seit Corona, nee, nix, nix. Keine, ich habe jetzt einen Werbepartner gefunden, nach 3 Jahren oder so habe ich irgendjemanden gefunden. Ich sag's doch einmal, nach drei, wie viele Jahre sind es denn jetzt, wo ich berühmt bin? Also 3 oder 4 Jahre, wo mich wirklich, ne? Eine Firma, eine ist auf mich zugekommen. Eine. Also, ne? Du sagst jetzt seit Corona, weil du dich kritisch geäußert hast. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Und was hast du da kritisch geäußert? Also ich war, wie gesagt, ich sag's mal zur Erklärung halt, zu dem Zeitpunkt, wo Corona ausgebrochen ist, war ich sehr populär. Jetzt nicht mehr so, aber da war ich sehr erfolgreich, sehr populär. Und ich war der erste Promi. Ich weiß, ich bin kein A-Promi. Y, X-Promi, scheißegal. Der erste, der deutlich gesagt hat, die Regierung übertreibt, das können wir so nicht machen. Das Grundgesetz ist in Gefahr. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. War ich der Erste bei YouTube, bei Facebook. Ich habe Videos gemacht. Und Monate danach kamen Nena, Xavier Naidoo, ein paar andere, die dann was gesagt haben und so, ne? Was ich denen auch hoch anrechne. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, haben alle die Fresse gehalten. Alle. Und unter meinen Facebook-Posts war alles voll mit Mörder, Schwurbler, du bist verrückt geworden. Wurde dein Account gehackt? Was stimmt nicht mit dir? Und ich habe nichts verschwörungstheoretisch gesagt. Ich habe nicht wieder Xavier Naidoo in die Kamera geheult. Ich habe ganz seriös gesagt, die Regierung hat zu viel Macht. Das, was die momentan machen, das ist gefährlich. Passt auf, Leute. Achtet auf eure Gesundheit. Die Regierung agiert so, als wäre sie nicht besonders interessiert an eurer Gesundheit, sondern eher daran, möglichst viel Kontrolle und Macht zu haben und so weiter. Und mein Image, das ich mir aufgebaut habe mit der Alexander hat selber gesagt, Fernsehen ist sau anstrengend. Sau anstrengend. Und es war eine sehr harte Arbeit, dieses Image aufzubauen. Das war innerhalb von ein paar Wochen, Monaten für War, die warst du, Werbeindustrie warst du kaputt. zu dem Zeitpunkt noch unter Vertrag? Hattest du deine Ja. Sendung zu Corona-Start? Also wurdest du richtig gecancelt, Ja. rausgeschmissen wegen Ich deiner wurde. Äußerungen? Nein, 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 so kann man das nicht sagen. Letztendlich weiß ich es nicht. Also die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. So, aber es ist ja völlig klar, dass die Verantwortlichen, für die bin ich ja ihre Ware, ne? Also ich bin in der Sendung, ich produziere Werbeeinnahmen und die denken sich, aha, da ist der Antoine Richard, den können wir jetzt richtig groß machen. Was postet er eigentlich bei Facebook? Oh, scheiße. So. Und heute kann man viele Dinge, die man damals ja nicht sagen konnte, kann man ja jetzt schon sagen. Weil man heute sagt, maßnahmenkritisch, so. Das ist ja gar nicht mehr so schlimm. Aber früher war das Mörder. Du bist ein Mörder. Du riskierst Menschenleben. Das, was du sagst, das darfst du nicht sagen. Man sollte dich einsperren und so. Ne, das hat sich ja jetzt alles wieder ins Gute praktisch gewandelt. Ne? Aber das war halt echt eine Aber schwierige Sache da. was heißt, du weißt es nicht? Also kannst du nicht ganz konkret drüber reden? Weil du, ich meine, gab es einen Kipppunkt? Hattest du ein Gespräch? Bist du
Wäre Nein, gut. ich weiß es wirklich nicht, aber ich bin ja nicht dumm. Guck mal. Normalerweise hätte es Leute geben müssen, wenn du am Gipfel deiner Karriere bist, also an dem momentanen Gipfel, und du weißt, du kannst da noch weiter aufsteigen, müssten dich eigentlich Leute anrufen. Und wenn es nur für irgendeine Kacksendung ist, die tausendmal schlechter ist und wo du nur 100 Euro verdienst, so. Aber wenn dich einfach keiner mehr anruft, so. Und ich bin schon selbstkritisch. Also ich würde dann auch sagen, Antoine, weißt nicht, du siehst scheiße aus, du laberst Mist, deshalb ruft dich keiner mehr an oder so. Sondern ich gehe selber aus dem Fernsehbetrieb weg. Das ist natürlich auch ein Punkt, was ich gesagt habe. Ich will es nicht mehr machen. Ich stopp jetzt hier. Ne? Aber irgendwann, jetzt nach 2 Jahren oder so, dann müsste jemand mal auf die Idee kommen und sagen, komm, den rufen wir mal wieder an. Da ist ja jetzt Gras drüber gewachsen. Vielleicht können wir doch mal wieder eine Sendung machen oder so. Und wenn das keiner macht, dann gehe ich schon davon aus, dass die einfach sagen, wie wollt, der ist verbraucht, der ist abgeschwurbelt, der hat Scheiße gelabert, der, ne, das ist, der ist jetzt bei nur wieso? Den wollen wir nicht mehr sehen, ne? Ja, das Ja, Auffangbecken hier. Antoine oder das Trampolin. Ja, genau. Antoine, mich würde interessieren, wie du denn dann überhaupt zu diesen Erkenntnissen gekommen bist. Was ist da vorher alles bei dir passiert? Ich meine, man sagt ja nicht auf einmal aus dem Nichts heraus. Passt auf, die Regierung hat vielleicht nicht euer Bestes im Sinn. Die Maßnahmen, die dienen eher vielleicht der Unterdrückung anstatt des Schutzes. Für diesen Erkenntnisgewinn muss ja im Vorfeld einiges abgelaufen sein. Man muss sich einiges angeeignet haben. Woher hattest du deine Erkenntnisse? Ich habe schon mit 20 und ich bin 45 mich mit diesen Themen beschäftigt und war damals schon in einem Verein, der sich gegen Überwachung eingesetzt hat. Dieses Beispiel mit dem Frosch im heißen Wasserglas habe ich zum ersten Mal in einem Video gesehen, da war ich 22, glaube ich. Und ich habe mich in dem Verein, der heute den Big Brother Award verleiht gegen Datenüberwachung, damals engagiert. Das war, glaube ich, der einzige Verein, der politische Verein, wo ich in meinem Leben jemals drin war und war auch bei einer Demo gegen Überwachung, obwohl ich überhaupt nicht der Typ bin dafür. Und damals haben mich auch alle ausgelacht und haben gesagt, was ist denn so schlimm daran, wenn am Hauptbahnhof eine Kamera hängt, ne? Und so weiter und so fort. Das war zu der Zeit, wo Wikipedia aufgebaut worden ist. Da habe ich sogar Artikel mitgeschrieben am Anfang. Und dann habe ich einfach gelesen. Roland Bader, Ayn Rand, libertäre Literatur, mich mehr für diese Themen interessiert und einfach gespürt, weil ich im Internet halt, ne, immer auch unterwegs war. Der Staat wird immer größer. Immer größer. Immer größer. Jedes Jahr mehr Gesetze, mehr Verbote. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ah, hier ist was Neues. Müssen wir regulieren. Hier ist was Neues. Müssen wir regulieren. Hier, das müssen wir verbieten. Ja, und dann 2015 wurde ja immer schlimmer. Dann kam noch die Migrationskrise dazu. Dann, ich war Unternehmer, hatte 6, 7 Angestellte, eine Restaurierungswerkstatt, einen florierenden Laden, neben dem Fernsehen noch dazu. Und dann kommen die mit ihren ganzen Scheißregeln. Geldwäschegesetz, DSGVO, Mindestlohn, bam, 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 bam. Ne? Das musst du machen, das musst du machen, das. Und das wird immer mehr. Und mir ist klar geworden, Alter, das ist einfach Sozialismus. Das ist Neosozialismus, der Staat wächst wie eine Krake in jeden Bereich rein, der lässt dich einfach nicht mehr in Ruhe, der will dir immer irgendwo ans Leder und du musst dagegen aufstehen und du musst den Leuten sagen, es ist nicht so, dass der Staat per se böse ist. Ja, auch nicht die Politiker sind die sind nicht alle böse, sondern der Staat ist einfach zu groß. Ist einfach zu groß, zu mächtig. Ja, spannend. Also spannend, wie du da hergekommen bist. Und ich denke mal, hier hast du auch mindestens 2 bis 3, die dir da zustimmen. Und ja, das ist ja auch interessant an der Republic, beispielsweise in den USA. Da war ja auch der Grundgedanke bei der Republik, das Individuum zu stärken und den Staat so klein wie möglich zu halten. Und es ist halt auch ein Auffangbecken, wie du gerade schon gesagt hast, und ein Selbstbereicherungsladen. Und ja, der Lobbyismus ist ja enorm geworden. Das heißt also, die Demokratie, wir haben zwar noch unsere Wahlen, aber im Endeffekt, das haben ja auch schon einige Minister zugegeben, hat nicht mehr der, der gewählt ist, das Sagen, sondern die haben das Sagen, die nicht gewählt sind. Und das liegt so unter anderem natürlich an diesem extremen Lobbyismus, der auch gerade hier in Deutschland
stattfindet. Und dann habe ich jetzt so ungefähr so eine Idee, woher deine Geistesblitze kamen zu dem Moment. Und ich glaube, jeder von uns hat ja so seine Vorgeschichte. Und wenn dann solche krassen Ereignisse passieren, dann fangen die Antennen an zu glühen. So habe ich das jetzt bei dir irgendwie empfunden. Ja, ist auch, ich muss auch sagen, ich wusste, dass ich mir damit schade. Ich wusste, und ich bin halt einfach, ich habe schon mal mit dem Aaron, glaube ich, geklärt, ich kann die Fresse nicht halten. Das ist wie eine, das ist ein Zwang, das ist eine Krankheit. Ich kann meine fucking Fresse nicht halten. In der Schule habe ich sie nicht gehalten, in der Uni habe ich sie nicht gehalten, deshalb habe ich eine Prüfung nicht geschafft, deshalb habe ich meinen Abschluss nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Ich kann meine Fresse nicht halten. Und es ist sogar doppelt irre. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, Antoine, wenn du jetzt die Fresse aufmachst, dann wirst du deiner Karriere schaden. Du wirst weniger Geld haben, weniger Erfolg haben. Du wirst dich selber stressen. Ich habe da gesessen auf Facebook, so, ich habe Magenschmerzen bekommen. So. Und ich wusste, Antoine, es tut dir nicht gut. Hör auf, spiel PlayStation, geh raus mit deinem Hund, mach dich doch nicht verrückt, nimm die Kohle und, ne? Ich kann nicht anders. Und dann liest man dann eben dann noch bei Facebook zum Beispiel solche Sachen. Ich reg mich heute nicht mehr so darüber auf, ne? Aber du willst dich ja nur bereit. Ich habe sogar Leute gelesen, die dann geschrieben haben später, ich nutze die Corona-Krise, natürlich nur Einzelne, ne? Irgendwelche Bekloppte, um irgendwas zu bekommen. Und ich, am liebsten hätte ich dann, am liebsten würde ich solche Leute schütteln und würde sagen, Alter, was stimmt nicht mit dir? Ich habe meine Karriere in den Sand gesetzt, Geld verloren. Leute haben mir Morddrohungen geschickt. Leute sind auf mein Unternehmen gegangen, haben bei Google falsche Bewertungen geschrieben. Leute haben mich angerufen, die ich nicht kannte, einfach am Telefon irgendeinen Scheiß erzählt. Ja, ich habe, was noch? Ich kann es gar nicht alles aufzählen, was mir alles passiert ist, weil ich mich geäußert habe. Und es hat mir alles nur geschadet, außer eine Sache, die nicht geschadet hat. Ich habe mich immer gefragt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, können sich diese Leute, egal ob es jetzt ein Z-Promi oder ein A-Promi ist, können die eigentlich noch in den Spiegel schauen? Können die in den Spiegel schauen? Und ich habe den Michael Ballweg letztens interviewt und ich habe ihn vorher privat getroffen. Und ich sage es ganz ehrlich in die Kamera. Ich habe den Michael, den ich nicht kenne, den ich nicht kannte vorher, persönlich, ich habe ihm gesagt, egal was du jetzt getrieben hast, so, ne, ich will auch nicht jetzt irgendwie schwarz-weiß malen. Menschen machen Fehler, keine Ahnung, was er für Fehler gemacht hat, weiß ich alles nicht. Für das, was er gemacht hat, ist er ein Held. Er ist ein Held. Und das Gleiche gilt übrigens auch im Kleineren vielleicht, ne? Für dich, Frank, für deine anderen, für die beiden anderen Kollegen, ja, für den anderen Frank, die ja Homeoffice macht. Es gilt für alle, die aufgestanden sind und gesagt haben, stopp oder so nicht. Das sind kleine und große Helden. Und ich verstehe nicht, wie sich bestimmte Leute heute, wie Günther Jauch zum Beispiel, ne? Der kriegt jetzt irgendwie keinen Haar mehr danach. Und ich frage mich, Günther, ne? Wenn ich ihn kennen würde, später haben wir daneben produziert, genau eine Halle daneben, neben Wer wird Millionär, würde ich ihm gerne sagen, schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Dass du bist nicht auf dem Gipfel deines Erfolges, du bist schon weit drüber. Du brauchst das alles überhaupt nicht mehr zu machen. Du hättest einfach mal die Fresse aufmachen können und sagen können, na Moment mal, bei der Impfkampagne mache ich jetzt aber nicht mit. Das ist mir jetzt aber doch ein bisschen viel. Ja, okay, ne, vielleicht ist die Impfung gut, vielleicht ist sie schlecht, ich weiß es nicht, ich äußere mich da jetzt nicht so dazu, aber Leute, ne, oder einfach, keiner, alle haben die Fresse gehalten. Und ich weiß nicht, ob es irgendein Karma gibt oder nicht so, aber für mich ist es einfach so, es gibt dieses Karma. Und es ist nicht so, dass ich das vor der Kamera jetzt irgendwie sagen muss, damit Leute sagen, ah, das ist toll, Antoine, sondern ich weiß es, wenn ich alleine im Wald bin. Wenn ich alleine im Wald bin mit meinem Hund und ich weiß, mich sieht niemand, auch wenn mich nie wieder irgendjemand sehen würde, wüsste ich, es war richtig zu sagen, stopp. Das darf nicht sein, dass ihr Menschen einsperrt, dass ihr Menschen den Beruf wegnehmt, dass ihr ihnen Angst macht, dass man hätte ja nicht wissen können, was noch alles passiert, ja? Dass ihr alte Leute, das ist eh das Krasseste überhaupt, dass ihr alte Leute haben krepieren lassen im Altenheim alleine. Ja? Wer das zugelassen hat, das sind für mich Verbrecher. Du bist stumm, Frank.
Lass dir mal den Vortritt. Ja, da hat es mir die Sprache verschlagen, ne? Ja, Ich genau. fühle absolut mit dir, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe auch das Problem, ich kann einfach meine Fresse nicht halten, ja. Obwohl ich vorher schon weiß, naja, das tut jetzt nicht gut, das zu sagen, aber ich kann das nachfühlen. Und deswegen spare ich mir auch die Frage, ob es mal Momente der Reue gab, wo du gesagt hast, ach, hätte ich doch nur meine Fresse gehalten. Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Beziehungsweise, wenn so ein Anflug kommt, dann ist dir relativ schnell wieder bewusst, warum du diesen Weg gegangen Doch, bist. beim Studium. Also ich habe ja meine letzte Prüfung, ja, zweimal wiederholt, ne? Und die Professoren haben mich durchfallen lassen fürs Diplom, also fürs Master sozusagen. Ich Heute glaube, steht bei, Psychologie war ja, das? heute, Okay. ja, heute steht bei Wikipedia, ich habe keinen Abschluss, was aber nicht stimmt, weil ich habe ein Vordiplom und das ist wie ein Bachelor. Also ich habe eigentlich einen Bachelor, aber scheiß drauf. Ich war in dem Stipendium sozusagen sogar drin. Ich war spezialisiert auf psychische Störungen, klinische Psychologie. Ich war ein richtig guter Student. Das war mein Traumstudium. Heute mache ich den Job ohne Abschluss in der Grauzone so, ja. Und meine Klienten sind super begeistert. Also 99% aller Leute, die mit mir reden, da rede ich nicht so bekloppt wie jetzt, da rede ich viel ruhiger, höre ich auch länger zu, ja. Ich liebe meinen Job und ich mache ihn gut. Aber ich habe die Fresse nicht gehalten im Studium. Und ich weiß es einfach. Es lag nicht daran, dass ich es nicht konnte oder zu schlecht war, sondern diese beiden Professoren, sag, ist meine Meinung, wollten nicht, dass ich bestehe. Und ich weiß, wenn ich meine Fresse gehalten hätte, ich habe da auch politische Dinge gesagt, auch in der Uni habe ich ganz oft gesagt, hier, das geht aber nicht, nee, so nicht, das ist alles, das kann man nicht machen und so, ne? Dann hätte ich den Abschluss. Und heute haben einige, so, die ich jetzt auch heute noch kenne, ihren Abschluss, wo ich einfach weiß, ne, dass ich, was soll ich sagen, also ich sag's lieber nicht, ja, aber es ist, das stimmt, dann sag ich schon ganz oft, ja, du hast dir deine Karriere versaut, Antoine, weil du die Fresse nicht gehalten hast. Aber andererseits bin ich halt heute frei, ja, zum Beispiel haben ja klinische Psychotherapeuten ein Korsett, imaginär. Die dürfen nur das sagen, das machen. Die Stunde muss so abgerechnet werden. Die müssen das beantragen. Da muss immer 10.000 Punkte müssen da abgearbeitet werden, damit der Klient überhaupt dann, ne, ein Patient wird und dann die Diagnose bekommt und er darf nur so und so lang. Und dann habe ich eine Bekannte, die das eben offiziell macht mit Approbation. Da habe ich dann gesagt, ja gut, dann ruf den Klienten doch einfach an oder fahr dahin und mach mit dem eine tiergestützte Therapie und geh in den Wald. Da sagt die, ja, das geht nicht so einfach. Ich kann nicht einfach mit meinem Patienten in den Wald fahren. Das kann ich gar nicht abrechnen. So. Ich kann es abrechnen. Ja, ich kann es abrechnen, weil ich nicht mit der Krankenkasse und dem Staat zu tun habe. Aber auch hier, ne, der Staat sagt dann halt, der hat alles in der Hand. Der hat alles in der Hand. Du darfst dich nicht so und so nennen, wenn du nicht den Abschluss hast. Du darfst nicht das sagen, das nicht mehr, ne? Du bist nicht offiziell approbiert. Wir haben dir nicht genehmigt, das und das zu machen. Ne? Der Frank ist kein offizieller Fernsehmacher. Der ist nur bei Noviso. Ne? Also für mich, ja, sind diese Leute, wie das, was ihr gemacht habt, ja, mit eurem wenigen Geld, ja, und euren wenigen Ressourcen. Das ist so geil, Frank. Das ist, du kannst du so stolz sein darauf, was ihr gemacht. Ich weiß es ja gar nicht genau, wer, wie, wo, da, ne? Ihr habt einen eigenen Fernsehsender aus dem Boden gestampft, kann man sagen. So, ne? Das ist einfach, ihr könnt richtig stolz sein. Sag das nicht zu laut, sonst kommt gleich die Sendeanstalt und will Ja. Ja, oh regulieren. ja. Genau so. Das ist zum Beispiel, das ist ein Beispiel. Da kommt der Staat und sagt, nee, das darfst du nicht. Das Ständig. war ja geplant, dass YouTube-Sender ab einer gewissen Größe der Regulierung unterliegen, ne? So war das, Frank, oder? Ja, war glaube ich mal im Gespräch. Europa, ne? Europa wollte das irgendwie, Ja, da Europäische herrscht Union. im Moment eine ziemliche Willkür. Nehmen wir den Fall Ken Jebsen, KenFM, ja, der von der Landesmedienanstalt da einfach ja, gerügt wurde, Strafe zahlen musste für mehrere Interviews und so weiter und so fort. Das hat jetzt nichts konkret mit der Sperrung zu tun. Die hat sich ja YouTube rausgenommen, aber man weiß ja nicht, auf wessen Ansinnen hin. Da wird ja dann immer so eine Staatsferne, ja, so, ja, das ist ein privater amerikanischer Konzern, da haben wir überhaupt keinen Einfluss. Da kam ja hier und da raus, dass da eben doch sehr wohl Einfluss genommen wird auf die unliebsamen Kanäle. Und dem beugt man sich dann auch. Ja? Und gerade wenn man da jetzt noch die Geheimdienste als Vermittler ins Spiel bringt, ist das sehr wohl vorstellbar, dass da der Staat fleißig zensiert und löscht, aber natürlich nach außen hin eine weiße Weste behält.
Aber ja, vielen Dank für die Blumen, Antoine. Aber bei mir ist es, wie gesagt, genauso. Es ist noch nicht mal ein besonders großer Idealismus, sondern wenn YouTube dir die Möglichkeit gibt, einfach ja, seine Fresse eben nicht zu halten, ja, und das rauszuposaunen und die Welt, und es trifft auf Resonanz, dann ist der Rest dann eben einfach nur ja, Geschichte. Das hat sich halt so ergeben. Weil es eben Charaktere gibt, die dann Mitteilungsbedürfnis haben und eben nicht alles so hinnehmen wollen, wie sie es für nicht richtig halten. Und das ist ja auch das große Experiment YouTube gewesen. Ich erinnere mich noch sehr genau, als YouTube 2005, 2006 sozusagen erstmalig zutage getreten ist, wussten die Leute damit gar nichts anzufangen. Das war ja nicht von jetzt auf gleich das, was es heute ist, sondern das musste erstmal reinwachsen. Es gab ganz wenige, die dieses Tool zu nutzen wussten. Am Anfang waren das Musiker, die sich einfach mal ans Klavier gesetzt haben. Oder ich erinnere mich noch an ältere Menschen, die sich da hingesetzt haben und gesagt haben, oh geil, da erzähle ich jetzt nochmal meine Lebensgeschichte für die, die es interessiert. Das hatte teilweise zigtausende, ach, hunderttausende Klicks, oder halt kurze Snippets und so weiter, bevor das nicht fernsehmachende Volk, ja, also Otto Normal gecheckt hat, was das eigentlich für ein Potenzial bietet. Und jetzt schauen wir mal nicht mal 2 Jahrzehnte später, was das geworden ist. Wir reden von alternativen Medien, freien Medien. Es gibt alles, was das Fernsehen vorher geboten hat, in tausendfache Ausführungen in allen Sprachen. Und es funktioniert trotzdem irgendwie, was natürlich dazu führt, dass die Menschen nicht mehr das selber angucken, ja, es guckt eben nicht mehr so wie früher jeder Wetten, dass, ja, das funktioniert nicht mehr, sondern es ist halt Bubble-Tainment. Jeder ist in seiner eigenen kleinen Bubble gefangen. Wir hier, wir Ja, aber gucken Frank, alle, ja. das ist ein Stichwort. Ich habe mit Snicklink gesprochen vor kurzem. Und ich glaube, das darf ich sagen, dass er da auch Interesse hatte, darüber mal zu reden. Ich weiß, dass es das auch oft im Gespräch war. Ich finde, ich sage einfach mal, wir, ja, sollten uns zusammenschließen. Ich weiß, dass da oft drüber gesprochen wurde, aber. Und wir würden ja auch niemals so viel Macht, Größe und Geld haben können wie die Öffentlich-Rechtlichen. Aber das sind ja Synergieeffekte, ne? Also wenn sich, nehmen wir mal an, wir vier würden jetzt was gemeinsam machen und jeder würde gleich viel Energie da reinstecken, da würde am Ende was rauskommen, was nicht genau viermal so viel ist, sondern da würde was rauskommen, was vielleicht sieben oder achtmal so viel ist, ne? An Tolligkeit. So, und wir sollten uns zusammenschließen. Also, alternative Medien, Künstler, Produzenten, Investoren, wie das eben so geht. Ne? Ich will jetzt nicht da alles zu lange dauern. Nur mal so dieser Hint nochmal. Stell dir einfach vor, guck mal, alleine jetzt KenFM, was der mit anderen Leuten zusammen auf die Beine gestellt. Jetzt Fair Talk. Nur wieso? Jetzt stell dir mal vor, alle Leute, die kritisch sind, künstlerisch versiert, die verschiedene Sachen können. Der eine hat Geld, der andere hat Know-how, der andere ist künstlerisch, der andere hinter der Kamera, vor der Kamera, bla. Und die würden uns alle zusammenschließen zu einem Verein oder einer Stiftung, irgendwas, ne, die uns, Alter, diese Balance, ja, wir sollten darüber mal nachdenken. Ja, den öffentlich-freien Rundfunk, ja, den sollten Sowas, wir ja. gründen. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, wir werden niemals so mächtig sein wie die Öffentlich-Rechtlichen. Ich würde diesen Glaubenssatz streichen. Und ich denke schon, dass es möglich ist, dass man zumindest bei den Entscheidungsträgern und bei der kritischen Masse mächtiger werden kann als die Öffentlich-Rechtlichen, weil die, die du ansprechen möchtest, die wir erreichen wollen, sage ich jetzt mal so, die sind sowieso, die schauen zum Teil schon eh keine Nachrichten mehr oder ganz wenig oder schauen es auch mit einer sehr kritischen Brille und wissen, dass 80% davon erfunden sind und 20% gelogen und ganz viel gar nicht erwähnt wurde, was wirklich alles passiert ist. Und ich denke, dass gerade bei diesen Menschen, die wir ansprechen, ob es jetzt meine Gesundheitssendung ist, ja, wo wir als relativ früh zu Anfang 2021 Impfstoffe mikroskopiert haben, ja, oder irgendwelche
anderen Gäste da hatten, die sich kritisch geäußert haben über Psychologie der Massen zum Beispiel, wie Menschen beeinflusst werden. Ich denke, dass wir bei diesen kritisch denkenden Menschen auf jeden Fall gewinnen werden und dass wir da die Meinungshoheit gewinnen werden. Beziehungsweise nicht die Meinungshoheit, sondern einfach nur das ausgeglichene Informationsbild liefern, eben indem wir viele verschiedene Charaktere eine Bühne geben. Na, So was bei glaubst du, warum es. Meinungshoheit, du hast dich da gerade selber relativiert, weil du nicht so populistisch klingen wolltest, aber das würde ich nur wieder relativieren. Doch, es geht tatsächlich darum, die Meinungshoheit zurückzugewinnen. Und damit ist ja nicht gemeint, dass allen unsere Meinung aufgedrückt werden soll, sondern damit meine ich insbesondere überhaupt erstmal die Debatte wieder in den öffentlichen Raum zu holen, der ja eben verschiedene Meinungen abbildet. Genau das ist liefert der Mainstream ja im Moment nicht. Also die Meinungshoheit innehaben heißt, dass keine Meinung zensiert wird, dass jede Meinung in der Debatte repräsentiert wird. Ja? Dann haben wir alle zusammen unsere Meinungshoheit wieder gewonnen. Ja? Und der Mainstream erdreistet sich halt zu sagen, es gibt nur eine legitime Meinung. So, und das geht gar nicht. Also das Aber ihr habt darf doch eine nur Meinung von Flix. vielen sein. Und das war es dann aber auch schon. Ihr habt doch nur Flix. Dieses Modell ist jetzt, sage ich mal, ein sehr großer Aufwand. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten ihr habt. Ich hoffe, sehr viele. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gemessen an den Einkünften trotzdem ein sehr großer Aufwand ist. Aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten einen Nuo Flix sozusagen für die gesamte alternative Medienszene. Und Leute würden 9,99 € zahlen, keine Ahnung. Tausende von Leuten würden das bezahlen. Hätten die App auf ihrem Fernseher und hätten eine reiche Auswahl an alternativen Programmen aus allen Sparten, Kunst, Politik, verschiedene Meinungen, rechts, links, bla bla, ne? Das wäre auch ein absoluter Traum. Das wäre so geil. Und was glaubst du, warum, der Frank weiß es, ihr wisst sowieso alles, aber ich sag's trotzdem, für die Zuschauer, warum Funk da ist? Da haben die aber Millionen, wie viele Menschen, Hunderte, Tausende von Menschen, die für Funk arbeiten, warum machen die das? Weil die Schiss bekommen haben und gemerkt haben, dass wir schon die Meinungshoheit haben bei vielen und die das so nicht stehen lassen können. Und da haben die sich gesagt, guck mal, die sind cool. Also klar, das sind jetzt nicht alle cool, da sind noch ein paar verrückte Schwurbler dabei und so, ne? Aber da sind auf jeden Fall Leute, die haben Reichweite und Meinungshoheit. Wir gehen jetzt da rein. Wir nehmen denen die Memes weg, wir nehmen denen die coolen Sachen weg, wir machen das selber und die richtig erfolgreichen YouTuber, die kaufen wir uns einfach. Alter, wie unverschämt! Die nehmen uns die Kohle weg per Androhung von Gefängnis und kaufen die Leute bei YouTube. Ja, das ist so. Und das sind mittlerweile über 900 Kanäle von Funk. Ja. Ich glaube aber auch, bevor es so einen, ich sag mal, alternatives öffentlich-rechtliches geben kann, muss erstmal der öffentlich-rechtliche abgeschafft werden, weil die Wettbewerbsverzerrung so hart ist durch diese knapp 20 € im Monat, wodurch die ja auf 8, irgendwas Milliarden im Jahr kommen, dass ja, Henning Rosenbusch hat mir das letztens erzählt, alle anderen Medien zusammen haben nicht so viel Geld wie die öffentlich-rechtlichen alleine. Das ist ein bisschen vergleichbar wie der Militärhaushalt der Vereinigten Staaten und dann müssen sich 19 Länder Ja. dahinter zusammentun, um auf die gleiche Summe zu kommen. Das heißt, Aaron. im Endeffekt, ich glaube, man kämpft da so lange gegen Windmühlen, bis dieser Zwangsbeitrag irgendwann mal wegfällt, weil dann die Leute auch mal erleichtert sind vom Portemonnaie und diese 15. Viele Leute würden ja sagen, ich würde gerne 20 € auf verschiedene freie Medienkanäle verteilen und eingeschenkt TV 5 € spenden und 5 € an hier und 5 € an da. Ja, das ist ja der Punkt. Guck mal, wenn du den Leuten sagst, wenn die wissen, die haben eine App auf dem Fernseher, auf dem Handy, die irgendwas Flix-App, ne? Die Alternative Flix, also was weiß ich, ne? Die zahlen 9,99 € und die wissen, da sind ganz viele verschiedene Sender, man hat sich Was zusammengetan dann für auch viel vielleicht. hochauflösender produziert werden könnte, Ja, viel, ja, viel ja. größer, So. ja. Ich glaube nicht, dass die Leute sagen würden, nee, 9,99 € habe ich jetzt nicht mehr wegen der Inflation, keine Ahnung. Die würden das bezahlen. Der Kraftakt liegt darin, dass wir uns alle vereinigen und natürlich auch solche Sachen wie Rechtsanwälte, ne? Also das ist natürlich, der Vorteil ist natürlich dadurch, dass es vereinzelt ist, ist man dezentral und kann nicht so leicht ausgeschaltet werden. Wenn wir jetzt beispielsweise alle unter einer App wären und dann würde es heißen, ja, Apple,
Android und was es noch so gibt, akzeptiert die App nicht. Okay, dann wären wir da raus. Die Smart-Apps auf dem Fernseher wären wir auch raus. Und dann wären wir wieder nur im Internet und dann würde die deutsche Sendeanstalt sagen, ja, ihr seid zu groß, ihr werdet ausgeschaltet. Also Das ist ein gutes Argument, aber ja. im Nachteil liegt zum Teil auch der Vorteil, ne? So wie so ein Pilz, der immer wieder irgendwo rauskommt, sozusagen. Also ich verstehe deinen Punkt mit dem Zusammenarbeiten. Man muss natürlich auch bedenken, es gibt da viele Charaktere, das kann ich mir vorstellen. Sehr viele Individuen, ne, so Indianer, ne, viele Häuptlinge, so. Und die haben auch alle ihre Charaktere. Und ich glaube, Frank kann da viel besser zu was erzählen, weil er ja auch schon bemüht war, das Ganze zu machen. Nur bevor er das tut, was ich ja mittlerweile auch lustig finde, bei den 8 Milliarden, die Aaron erwähnt hat, da ist es ja so, dass mittlerweile von diesen 8 Milliarden Volumen immer mehr in die Kassen beziehungsweise in die Pensionsgelder der einzelnen nicht mehr dort mitarbeitenden Taugenichtse, die sowieso nicht viel gemacht haben, hineinfließt. Also da entsteht sozusagen dieser Teil, der in die Pensionen dieser geparkten Politiker und geparkte Schwiegertöchter und sonst wird immer größer, sodass für die eigentlichen Produktionskosten immer weniger da ist. Schadet natürlich nicht. Wir finden das ja eher gut, aber das Geld wird ja trotzdem dann umverteilt an ehemalige Politiker und ehemalige Schwiegertöchter und Schwiegersöhne. Das so zur Ergänzung. Und vielleicht jetzt Frank mal was zu deinen Erfahrungen bezüglich alternative Medien und zusammenschließen. Also die Idee ist natürlich alt, die liegt ja auch nahe, dass man die Strukturen, wie sie der Mainstream ja auch hat und wie sie dort auch funktionieren, kopiert. Davon sind wir aber noch sehr weit entfernt. Und du hast gerade angesprochen, da sind natürlich auch viele Häuptlinge unterwegs. Das ist tatsächlich so. Also wer sich auf YouTube exponiert und dann auch noch mit einem Thema, von dem er weiß, dass es sich selber schadet, ja, das muss eine Rampensau sein, jemand, der eben seine Fresse nicht halten kann. Ja, das ist ein bestimmter Typus von Mensch. Und jetzt nimm mal ganz viele davon und versuche mit denen was gemeinsam zu machen. Das wird schwierig, weil jedes Projekt braucht natürlich irgendwie eine Führung und Leute, die sich mitreißen lassen. So, und wenn du aber nur Führungspersönlichkeiten versuchst, unter einen Hut zu bringen, das wird eine Katastrophe. Also rein organisatorisch ist es schon ziemlich schwierig. Du müsstest das dann quasi wirklich von der Struktur her ganz demokratisch machen, mit gewählten Strukturen etc. pp. Aber da geht ja der ganze Ärger schon wieder los. Ja, also daran ist es bis jetzt ehrlich gesagt gescheitert. Und als zweites wichtiges Ding ist natürlich das Geld. Also so wie Antoine das gerade beschrieben hat, so ein öffentlich-freier Rundfunk, der auch nur ansatzweise die Mainstream-Medien in der Struktur zumindest in der Zusammenarbeit und Kooperation kopiert, da reden wir ja hier über ein Millionen-Business. Ja, das ist ja nicht mal hier mit ein paar tausend Euro gemacht, vor allen Dingen, wenn es ein Apparat sein soll, der auch also so arbeitet, dass wirklich ein Mehrwert entsteht, wenn es wirklich ein Konkurrenzprodukt sein soll, dann braucht das ein Korrespondentennetzwerk. Du brauchst quasi alternative Agenturen, die Bildmaterial liefern, ja, die du. Ansonsten musst du dich immer wieder beim Mainstream bedienen und vom Mainstream inspirieren lassen. Wenn du es wirklich parallel machen willst, brauchst du die eigenen Strukturen mit eigenen Korrespondenten, eigenen Journalisten etc. pp. Also Aber Frank, das, was du da beschreibst, was angeblich so schwierig ist. es Hör ist mal. alles da, aber die Struktur sozusagen zu formen, sodass im Prinzip da auch jeder in der Form mitmacht, das ist halt so schwierig. Aber ihr macht es doch schon. Ja, im sehr Kleinen, das stimmt, aber Ja, ist bei aber uns, ich ihr sag. seid doch mehrere Leute. Ihr habt euch doch geeinigt und ihr habt genau das, nur viel zu klein. Genau, aber wenn das jetzt zum Beispiel noch weiter wachsen sollte, wenn man das jetzt mal denkt, dann kommt es irgendwann an den Punkt, wo du diese Strukturen, die ich gerade gezeichnet habe, dann halt brauchst, weil irgendwann ist es dann halt für ein paar weniger auch zu viel. Das ist dann halt die Frage, ja, wenn ein Unternehmen wächst, kommt es halt irgendwann an den Punkt, wo man umstrukturieren muss. Und das macht es oft ganz schwer, weil das erfahrungsgemäß auch oft viel kaputt macht. Das Kleine, was anfänglich auch bei jedem Startup funktioniert ganz oft, weil die Motivation stimmt, weil die Idee einfach stimmt und weil die Idee auch nicht zu groß ist. Und wenn das Unternehmen wächst, ja, wächst die Idee damit
auch irgendwie oft in eine falsche Richtung und geht ganz schnell kaputt. Deswegen gehen auch viele Startups wieder kaputt. Und das ist auch so eine Angst, oder was heißt so eine Angst? Eher so ein Bewusstsein zu sagen, wenn das zu schnell wächst, zu groß wächst, zu viele Leute auch dran beteiligt sind, geht man halt auch immer das Risiko ein, dass, ja, wie soll ich sagen, dass es außer Kontrolle gerät, ja, dass es irgendwie zu so einem Selbstläufer wird und dann irgendwie wieder so diesen systemischen Zwängen auf wundersame Weise irgendwie unterliegt. Ja, und Also deswegen. Alexander hat es ja schon gesagt, das ist für mich auch ein richtig geiles, gutes Argument. Die Dezentralität, eben wie beim Bitcoin oder anderen dezentralen Systemen, das darf man natürlich nicht aufgeben. Das ist völlig richtig, ne? Genau. Ja. Also natürlich, es dürfte nicht alles gebündelt werden, es müsste jeder nebenbei sein Ding machen, es müsste eine zusätzliche Kooperation von allen geben. Aber wie gesagt, es ist ja jeder für sich alleine schon am Limit. Da hat dann wahrscheinlich auch keiner Lust, da noch zusätzlich für irgendwas anderes zu tun. Und wer verdient da überhaupt Geld? Wie funktioniert das? Und nee, lass mich in Ruhe. Das ist wahrscheinlich die Reaktion der meisten. Oder was heißt wahrscheinlich? Ja, es ist Naja, die tatsächlich. einfachste Idee, also um es mal jetzt ein bisschen einfacher zu machen, stell dir einfach mal vor, 100 Leute aus der alternativen Szene, Künstler und so weiter, würden einen YouTube-Kanal gründen. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja, So ein bisschen. YouTube würde ich gar nicht mehr machen mehr, weil die Oder was anderes, ja. ja, weil die Odyssey halt oder so. ziemlich stark zensieren und demonetarisieren. Also, ne, wenn du Dann, weißt, was also ich. Odyssey, dann meinetwegen Ja. Odyssey oder Rumble oder so, würden einen Kanal gründen, genauso wie Nios, aber halt ohne externe Geldgeber oder so. Sowas in der Art, wo sich einfach Leute zusammentun und sagen, wir senden auf einen Stream 24 Stunden am Tag, wie ein TV-Sender praktisch, ne? Also Und wir, alternativer Weltsender oder BTV. ja. Aber da kommt es ja genau, das hast du auch gesagt, Frank, da kommen Egos ins Spiel, dann geht es schon um die Namensfindung, am Ende ist doch irgendjemand Wann CEO kriegt oder. welcher welchen Sendeplatz? Ja, Ich will ich. um 20 Uhr. Nein, Aber ich. andere, ja, aber sorry, Leute, andere TV-Sender gibt es doch auch. Die müssen es doch auch irgendwie hinkriegen. Ja, die sind ja auch Ja, die regeln dann. es halt mit viel Geld. Also die ganzen Probleme, die ich jetzt oder die wir jetzt hier skizziert haben, die ließen sich alle mit Geld natürlich auf der einen Seite regeln. Aber dann hast du natürlich schon wieder das Problem mit der Personalauswahl. Welche 100 nimmst du da jetzt eigentlich? Ja, weil Ja, ach, selbst Leute, da. ihr seid schlimm. Ihr seid Kritiker. Ich merke es einfach, das ist das Problem in der alternativen Szene. Bei Ihr seid Theorie und Praxis ja, nee, kollidieren hier. Ja. ihr seid intelligent und ihr seid kritisch. Und ihr macht die Fresse auf. Wenn ich jetzt mit anderen Leuten reden würde, was ich ja auch manchmal mache, dann wäre es genau so. Da oben der würde so machen. Da unten der würde sagen, aha. Und der unten drunter würde sagen, ja, okay. Würden da so Geist sagen, wenn erstmal still. Und ihr gleich, nee, geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und warum? Weil ihr kritische Geister seid, ne? Aber vergesst bei der ganzen kritische Geister sein Sache nicht. Manchmal ist es auch einfach, manchmal können Dinge nur funktionieren, werden auch nur gemacht, wenn einfach mal alle sagen, ja, komm, scheiß drauf, machen wir mal. Ja, du hast völlig recht. Das ist auch so ein bisschen so der amerikanische Spirit. Ja, deswegen kommen ja viele Dinge daher, weil die einfach mal machen. Und da gebe ich dir auch recht. Und was ich ja auch selber mir bemerke, ist ja auch von der Schule her, von der Indoktrination her, sind wir dazu erzogen worden, immer Fehler zu finden. Ne? Und das hat man jetzt ja gerade wunderbar gesehen. Du hast dreimal gehört, worum es nicht geht. Ja, wir haben, ne? Und das ist ja auch Teil des Systems, sozusagen die Menschen klein zu halten, eben, dass sie schon alleine sich sagen, ich mache mich selbstständig und dann überlegen sich 10 Gründe, warum es nicht klappen könnte. Und dann machen sie es doch nicht. Und dann bleibst du halt der Angestellte, der sich nicht getraut hat, aber kontrollierbar ist. Und da gebe ich dir völlig recht und ich finde die Kritik von dir finde ich super. Und ja, ich würde sagen, dann belehr uns bitte mal eines Besseren mit unserer Unterstützung. Wie meinst du das jetzt? Ja, ich meine, du hast ja jetzt zum Beispiel ein Interview mit Ballweg gehabt. Das heißt, Ja. Ballweg ist ja schon mal ein Schwergewicht, dass man sagt, okay, komm, lass uns auf Rumble. Rumble ist, glaube ich, ein bisschen schneller als Odyssey. Also ich habe da jetzt nicht so viel Erfahrung, aber Rumble wird beispielsweise auch von diversen Größen aus Amerika verwendet. Lass uns auf Rumble mal was gemeinsam starten. Wir promoten das auf Telegram, ja. Und wir schließen uns jetzt mal zusammen mit XY und Ballweg und wir füttern den Kanal mal regelmäßig. Einmal die Woche mache ich ein Interview mit dir live, dann mache ich ein Interview mit Frank. Dann mache ich ein Interview mit Aaron und dann noch eins mit Robert Stein als Beispiel. Ja, Also, sehr, ja.
Und dann startest du mal einen Pilot. Genau, also diese Sache, also Pilot jetzt zum Beispiel, ne? Fair Talk ist ja auch irgendwie entstanden. Und das hat er ja nicht alleine gemacht, der Jens. Okay, da sind ja noch andere mit drin. Und ich bin sofort dabei, Leute, wenn ihr sagt, lass uns irgendein Projekt starten. Es gibt auch viele Dinge, wo ich jetzt sage, okay, jetzt Interviewformate, gut, die gehen immer, aber der Jens hat mit dem Fair Talk schon das so vom Design, genau wie der KenFM, so neue Dinge auch reingebracht oder zu sagen, man probiert mal was Neues aus. Das macht die bei Nuvviso auch. Also, wo man auch so, oder wir machen Dschungelkämpfe Alternative. Ja, da Irgendwas. rennst du ja Also. bei mir offene Türen ein, würde ich sagen. Da müssen wir dann Ja. mal off the record noch weiterreden. Ja, sehr gerne. Also, ne, dass wir einfach uns zusammentun und sagen, es gibt Dinge, die kann jeder alleine machen. Okay, ich weiß, das ist auch viel Arbeit, jetzt ein Interview wie hier vorzubereiten. Das unterschätzen die Leute. Das muss geschnitten werden, vorbereitet werden, Vorgespräch, Technik. Es kostet alles Geld, ist mir alles klar. Aber grundsätzlich kann so ein Talk, wie wir das jetzt hier machen, das kann eigentlich jeder, der mit der Technik jetzt umgehen kann, sich die Zeit nimmt und ein bisschen Geld hat, kann das machen. Aber es gibt bestimmte Sendungsformate, die kann man nicht alleine machen. Und dafür wäre es doch geil, wenn man sich mal zusammenschließt und einfach, guck mal, zum Beispiel Seven vs. Wild. Am Anfang hat der Typ von mir so Credits bekommen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wo er gesagt hat, er hat die Sendung angeboten, dem Privaten, das war ihm dann irgendwie aber zu kompliziert und dann hat er gesagt, komm, scheiß drauf, ich mach's selber bei YouTube. Und dann hat er so einen Credit von mir für die Eier, dass er sagt, ich mache diese Sendung einfach selbst, ja? Und die ist einfach sau erfolgreich. Und sowas in der Art, das würde mir so krass gefallen, wenn wir da ein bisschen mehr Eier in der Hose haben und mal neue Dinge ausprobieren. Bei Nuvviso gibt es viele Seven vs. Wild Fans. Wir sind alle große, also fast alle, glaube ich, haben das auf dem Schirm und ich sehe es genauso. Das war richtig geil, dass er das selber gestartet hat. Ist dann auch ein bisschen arg. Der Anfang der zweiten Staffel hat mich schon nicht mehr so gekickt. Das war dann gleich so big und large und so überprofessionell und hey, wir müssen es nicht nur toppen, wir müssen das Ganze jetzt komplett sprengen in der Dimension, dass dieser authentische Flair der ersten Staffel ging für mich so ein bisschen flöten. Es war dann so unnötig aufgebauscht und sensationalistisch, dass dieses eigentliche Ding, ein Typ muss alleine im Wald überleben, dann für mich fast untergeordnet war. Und dann kamen die ganzen YouTube-Promis dazu, nur um es so krasser zu machen, weil ich am Anfang fast geil fand, dass das so Otto Normalos waren. Aber das ist dann noch gut, das ist dann Geschmacksfrage auch und vielleicht die Umsetzung, die mich da ein bisschen gestört hat. Aber das ist ein gutes Beispiel für jemand, der einfach mal gemacht hat. Fritz Meinecke, ja. Ja, ich glaube, wir hätten damit auch Erfolg. Also wenn wir hier alle mit Robert Stein und Frank Stoner und noch ein paar anderen von uns so 7 Tage im Wald alleine so Survival machen und einfach nur uns dabei selber filmen würden, interessanterweise hätte sowas tatsächlich Erfolg. Ja, warum eigentlich? Aber ja, ich sehe es da absolut genauso. Rennt bei mir, wie gesagt, offene Türen ein mit solchen Ideen. Ich meine halt auch, dass also der wichtige Gedanke ist auch folgender: Es muss nicht politisch sein. Aber mit Niveau. Also Ja. Infotainment ist für mich Unterhaltung, ohne das Unter, sondern eben dieses Informationstainment, wo man tatsächlich Trash-TV durchaus machen kann, weil auf der einen Seite wollen wir Menschen das, ja, wir wollen hinschauen, wir wollen den Unfall angucken, ja, aber man kann dieses ja, Reality-TV ja auch mit intelligenten Menschen füllen, die was zu sagen haben. Warum nicht mal ein Big Brother mit 10 Intellektuellen? Ja, das wäre doch mal was, RTL. Ja, also Mega, wie man mega. 23 Jahre lang diesen Schrott produzieren kann mit nur irgendwelchen Dumpfbacken. Und es tut mir leid, jetzt, ich will natürlich niemanden beleidigen, der da drin war oder so. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Da haben noch nie intellektuelle Gespräche stattgefunden in diesen Containern. Es ging immer nur um irgendeinen Scheiß halt, ja. Das wäre wahrscheinlich noch das eher Interessantere gewesen, ja. Aber die Formate sind ja alle da. Okay, man kann sie jetzt nicht einfach eins zu eins kopieren, ja. Da kriegst du wieder irgendwie eine Klage oder sonst irgendwas. Aber es gibt ja so viele andere Ideen, Szenarien, wo man das Spielerische, das Unterhaltsame, das Tainment mit dem Intellektuellen verbindet, nämlich indem man eben Menschen zusammenbringt, die vielleicht womöglich hinter den Kulissen noch interessante Gespräche führen können und sich nicht die ganze Zeit angreifen, weil sie sich irgendwie ja, gegenseitig rausvoten oder rauskicken wollen, ja. Also auch schon die ganzen Spielkonzepte, die so angelegt sind, dass halt
bei 100 Teilnehmern 99 verlieren. Ja, so, das ist ja scheiße. Übrigens, das Das. ist noch ein Geheimnis, das ich euch noch verrate. Mit einem Grund, warum ich auch aufgehört habe, war genau das, was du gerade sagst. Die Superhändler war sehr erfolgreich. Es war mit einer der erfolgreichsten Nachmittagssendungen, die RTL überhaupt produziert hat. Und es war kein Hass in der Sendung. Weder gegen die Protagonisten noch unter den Händlern. Wir haben uns gekabbelt und so lustig wie Barbaras Ferrari uns ein bisschen gefoppt. Und dann hat man gemerkt, dass hinter den Kulissen die Redaktion immer wieder versucht hat, andere Händler reinzubringen und die gebrieft hat und zum Beispiel gesagt hat, hier, den Antoine, den nimmst du mal Schieß richtig. doch mal, ne, Genau, schieß doch dagegen. mal, sag ihm mal, was für ein eingebildeter Fatzke ist oder sowas und solche Sachen. Und immer wieder habe ich dann hinter der Kamera gesagt, ey Leute, was soll das? Wir sind doch erfolgreich, wir haben gute Quoten. Warum müssen wir jetzt echte Emotionen von Hass und Ärger vor die Kamera bringen? Es läuft doch, ja? Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass sie ihr Ding durchziehen. Und dann haben sie einmal einen Händler reingebracht, ich nenne jetzt keine Namen, der hat mich hinter der Kamera, ein Händler, also wie ich, vor der Kamera, mit seinem Zimmer, die haben dem Zimmer eingerichtet, nicht ein Protagonist, der jeden Tag da war am Set und mit mir als Kollege gedreht hat, der ist mir hinter der Kamera an die Gurgel gegangen. So, der ist in meinen Raum gelaufen, hinter der Kamera, hinter der Kulisse, hat mich so gepackt und mich angeschrien, weil die den scharf gemacht haben wie ein Hund. Und ich habe zu dem gesagt, ich nenne ihn jetzt mal Peter, weil ich den Namen nicht sagen will, ne? Da heißt anders. Ich habe gesagt, ey Peter, das ist doch nur Fernsehen. Alter, was haben die dir gesagt? Was haben die mit dir gemacht, dass du so einen Hass hast gegen mich? Ich habe doch gar nichts gegen dich. Ja, und ich habe gemerkt, wie sie den gebrainwashed haben, damit der gegen mich schießt, weil sie das vor der Kamera einfangen wollten. Und da habe ich auch gesagt, Leute, auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Ich bin da nicht euer Psychospielball hier. Ja, das grenzt schon an Mind Control auf eine Light-Version. Aber da kann ich dir nur zustimmen. Diese Realisatoren sind so ausgebildet worden, um genau sowas zu erzeugen. Die suchen sich dann den schwachen Geist, hetzen den auf und ab und zu schaffen sie es dann auch bei jemandem, der eben nicht stark genug war. Also es ist schon sehr perfide, was da abläuft, kann ich nur so Da bestätigen. will ich auch mit Blick auf die Uhr abschließend nochmal auf dich zu sprechen kommen. Alex, du hast ja gar nicht so mega viel erzählt, auch mit dem Hinweis darauf, dass es schon mal eine eigene Homeoffice-Sendung gab zu deiner Geschichte. Aber es sind jetzt bestimmt auch ein paar Zuschauer dabei, die es trotzdem zum ersten Mal sehen. Nur ein, zwei kurze Fragen. Was wir auch vorhin hatten, so mit Inszenierungen und so gespielte Streitigkeiten im Dschungelcamp zum Beispiel oder auch bei Germany's Next Topmodel. Wie sehr hat denn für dich am Ende das ausgestrahlte Bild abgeweicht von der Szene, die du eigentlich erlebt hast am Set? Wurde da viel geschnitten, nochmal extra draufgehalten oder wir müssen die Szene jetzt hier nochmal drehen, da muss mehr Emotion drin sein? Wie war das für dich bei beiden Sendungen? Ja, ich hoffe, du hast auch am Anfang unserer Sendung jetzt auf Aufnahme, auf Aufnehmen gedrückt, ja? Ja, wir laufen seit 1:37. Wir laufen jetzt seit 10 Sekunden. Also klassisches Beispiel bei ProSieben war es so gewesen, da gab es dann irgendwo, als wir in Los Angeles waren, war ich dann irgendwo an so einem Spiegelschrank und dann wurden wir fürs Shooting hergerichtet, weil wir Freunde dann auch mitbeteiligt waren beim Shooting und dann wurden halt so 5, 6 Fragen gestellt und dann musst du dir halt vorstellen, zum Beispiel, da wurde eine Frage wurde Frage A gestellt, Frage B und dann kam Antwort, also Antwort A, Antwort B und so weiter und dann sind die hergegangen und haben Antwort und Frage, Frage und Antwort vertauscht. Ja, also sie hat mich dann in der Frage B gefragt, hey, deine Freundin und so, also Frage A, deine Freundin, total die Tolle und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar, tolles Mädchen. Und dann die zweite Frage, was machst du jetzt da eigentlich? Und dann war die Antwort, ja, ich werde jetzt fertig gemacht, die Haare, Styling und so weiter. Und dann haben sie es so gesendet, ja, deine Freundin voll die Tolle. Und dann antworte ich, ja, meine Haare und ich werde jetzt hier geschminkt und so weiter. Okay, Also. aber ist das noch im Rahmen von Dramaturgie irgendwie zulässig oder ist das schon eigentlich unlauter, Das dieser ist Schnitt? also das ist so ein Schnitt, ist definitiv Manipulation und so ein bisschen die, es rückt halt die Person in ein Licht, was er gar nicht ist. Ja, also das ist schon, das da geht das Unfaire schon extrem los. Und
Es sorgt halt dafür, weil wenn du dir überlegst, dass Hunderttausende, Millionen Menschen das sehen und du wirst so dargestellt, wie du nicht wirklich bist, dann ist das schon ziemlich gemein. Ja, und du kriegst es dann irgendwann auch auf der Straße zu spüren. Ja, es ist ja kein Kavaliersdelikt, wenn dein Ruf ruiniert wird, sage ich jetzt mal also als Beispiel oder übertrieben gesagt, ja, wenn jetzt zum Beispiel sagt, ja, wenn das jetzt 100.000 Leute sehen und es das heißt, der Aaron schlägt kleine Kinder oder so, jetzt mal als Beispiel, hey, dann bist du gesteinigt, gefedert, geteert, ja. Das bleibt haften. Also von daher, da geht schon los, wo es geschmacklos wird. Und im Dschungel ist es so, es wird halt 95% werden von dir ja nicht gezeigt. Und du kommst dort rein in den Laden und die Rolle steht bereits fest. Du kannst dich so toll und perfekt Du verhalten, bist wie zum es nur Beispiel der irgendwie. Bad Boy oder der Schönling oder sowas. Das ist am Anfang mehr oder Genau. weniger, ja. Genau. Die Rolle ist schon klar, die du sein wirst, die wirst du auch nicht mehr los. Und dementsprechend wirst du dann auch dargestellt, egal wie du dich gibst oder was du machst. Also wenn du dann in den Fängen drin bist, dann hast du da auch keine Chance mehr rauszukommen. Das Aber ist ich sag schon. jetzt mal ganz platt, wenn man sich da anschreit, wenn da die Mädels anfangen zu heulen und sowas, das ist schon in dem Moment so passiert. Natürlich wartet man tagelang auf den Moment, wo es dann endlich mal eskaliert. Du hast Man auch von den forciert den Moment. Manipulationstechniken gesprochen und dieser Zermürbung, damit es Ja. dazu kommt, aber dann im Endeffekt ist es schon tatsächlich so passiert. Auch wenn geschnitten und drangezoomt und gestellt über die Kameraeinstellung aber letztlich gab es dann diesen Streit, wirklich. Ja, genau. Also du weißt ja selber als Medienprofi, dass man über den Schnitt entweder aus dir einen frommen, lieben, ja, Messdiener machen kann oder eben den Teufel. Ich habe tatsächlich das ja auch in meinen Verträgen drin. Und das habe ich gegen viel Gegenwehr geschafft. Ich habe da reingeschrieben, ich habe die bekommen, die Verträge für dritte Staffel oder so, schon Erfahrung gehabt mit den Verträgen, habe mir das durchgelesen, habe mir gesagt, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus, habe zurückgeschickt und habe dann handschriftlich in extra Paragraphen dazu geschrieben, wo die Rechte an meinem Bild daran gekoppelt waren, dass sie nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden dürfen und nicht der Sinnzusammenhang, der ursprünglich in der Szene drin war, abgefälscht werden darf. Und dann kriege ich aus der Vertragsabteilung, ruft er mich an, persönlich, sag mal, Antoine, das kannst du nicht einfach unsere Verträge ändern? Da habe ich gemeint, Davon lebt ja klar kann ich RTL. das. Ich mache das. Ja, wir machen das nicht. Da kannst du schon vertrauen. Da habe ich gesagt, nix da. Wenn ich das nicht da drin stehen habe, dann kriegt ihr die Rechte nicht. Und das andere, was du gesagt hast mit der Rolle, ist auch genauso, weil bei den Superhändlern gibt es vier Zimmer, alle haben so ein Thema, damit so schön Stereotypen. Und mir war sofort klar, aha, die wollen die Rolle für dich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nimm es an, teilweise, aber mach die Rolle so, wie du sie haben willst. Und dann bin ich zurückgekommen nach dem Pilot mit diesen verrückten Kostümen, die ich da immer anhatte. Ja, die haben die mir nicht gegeben, die sind alles meine. Die habe ich alle selber eingekauft mit so Star Wars und Gimpel und Uniform. Und habe gesagt, ich mache ein bisschen Rouge und Eyeliner und so. Da haben die gesagt, Antoine, was ist das? Das geht gar nicht, das können wir nicht machen. Du siehst ja völlig irre aus, wie beim Karneval, ne? Und habe ich gesagt, Leute, wir machen das, weil das geil ist. Vertraut mir und habe ständig dafür gekämpft, dass meine Rolle so reingeht, weil ich wusste, wie Fernsehen funktioniert. So, ne? Und das Problem ist, wenn jetzt jemand hier, wie gesagt, du bist dafür viel zu intelligent, Alexander, aber du spürst das dann und weißt, okay, die wollen dich in der Rolle des intelligenten Schönlings oder des eingebildeten, weiß ich nicht, ne? Will ich das? Und das Problem ist, dass Leute, die zu dumm sind, die merken das nicht und gehen dann in diese Rolle rein. Und dann sind die, genau wie du gesagt hast, gebrandmarkt. Dann gehen die raus und werden im Aldi angesprochen. Nee, wie hast du da so komisch reagiert? Oder die schreiben dann über dich im Internet, der ist mega unsympathisch, dieser Lackaffe. Ne? Aber wenn die über mich geschrieben haben bei der Sendung, wusste ich wenigstens, das habe ich gemacht. Die haben dann geschrieben, der spinnt total mit seinen Uniformen, dieser Gockel. Aber ich wusste, ich habe es mir ausgewählt, ne? Ja. Ja, hochspannend, euch da hoch zuzuhören. Mir fällt die ganze Zeit ein Serientipp ein. Ja. Es gibt eine Fernsehserie, glaube ich, 3 oder 4 Staffeln, die exakt das abbildet. Unreal heißt die. Kann ich sehr empfehlen, ist gar nicht so bekannt, aber Unreal spielt eben an einem Fernsehset, wo eben sowas wie The Bachelor
produziert wird und es geht um die Macher. Ja? Die Fernsehserie spielt von den Machern. Es ist natürlich alles fiktional, ja? Also jetzt nicht hier Reality-TV, sondern alles fiktional. Und es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, wie die Macher den Protas irgendwie, dass sie die so manipulieren, dass sie sich gegenseitig vor der Kamera an die Gurgel gehen und so weiter und so fort. Also ist mit Sicherheit ein bisschen übertrieben dargestellt, aber kann ich sehr empfehlen, ja, wenn man diese Welt des Fernsehmachens irgendwie liebt, weil ich liebe sie. Ich hatte mich für diesen Beruf irgendwann mal entschieden und als mir klar wurde, das hatte ich mir nicht unter der vierten Säule der Verfassung vorgestellt, was hier läuft, ja, habe ich den Laden dann auch wieder verlassen. Die vierte Macht im Staat. Ja. Wenn wir schon bei Tipps sind, ich weiß nicht, ob ihr die letzten jüngeren Folgen Black Mirror geschaut habt. Da gibt es ja auch diese eine Folge, wo eine Mitarbeiterin von Netflix abends nach Hause kommt, den Fernseher anmacht, eigentlich selbst nur eine Netflix-Serie schauen will und dann sieht, es gibt eine neue Serie, die da aufploppt und die heißt irgendwie Being John Malkovich, so Being Aaron Moorhoff. Und sie denkt so, hä, das bin ja ich. Und klickt halt so drauf und es ist eine Schauspielerin, die genauso aussieht wie sie, die wohnt in der gleichen Wohnung, die hat die gleiche Frisur und sie hat halt irgendwie eine Klausel in ihrem Arbeitsvertrag bei Netflix, dass sie jeden Tag von ihr Real Life mit einer KI verfilmen, zeitgleich. Und jeder Tag von ihr kommt abends als Serienfolge und es ist schon fertig gedreht. Und sie hat die gleichen Streits, die gleichen Unterhaltungen. Sie hat einen Autounfall gehabt und den Das hat sie war ein abends auch in der Psycho. Folge. Genau, und es ist auch, spielt auch extrem viel mit so Machart und ja, vermischt auch wieder so ein bisschen verschiedene Zeitebenen und KI, aber auch halt so ein bisschen die, ja, ist super interessant. Habe ich selbst auch empfohlen bekommen. Black Mirror ist da ja sowieso sehr visionär Ist das und nur auch eine sehr Folge oder dystopisch. zieht sich dieser Plot über mehrere Folgen? Das ist wie jede Black-Mirror-Folge, ist es abgeschlossen nach 60 Okay, Minuten oder alles so. klar. Habe ich noch nie gesehen, aber die Folge, glaube ich, gucke ich mir an. Klingt interessant, ja. Und Aber da wo wir schon dabei sind und zum Ende kommen, Antoine, weist doch du auch gerne nochmal auf deine Kanäle hin und mach ein bisschen Werbung. Du bist, glaube ich, mit einem Format, das heißt 21:12 oder 21:21, Sonntagabends live. ja, also das ist eine neue Idee von mir, die ich ganz schön finde. Ich sag erstmal was anderes, bevor ich das sage. Also noch zum Thema Niveau, weil das super wichtig ist. Es ist super wichtig. Ken Jebsen, Kevan Sofusiewicz, hat das gemacht zu einem Zeitpunkt, wo viele gesagt haben: Alter, wer guckt sich 2 bis 3 Stunden an, wie Leute ganz deep in eine Materie reingehen? Keine Sau. Das wird nie erfolgreich werden. Er hat das gemacht. Es wurde erfolgreich. Ja, die Punkt. Leute können Niveau. Das ist die Frage, was mit denen. Das ist wie dieses Free Rainer. Alexander hat es gesagt. Schaut euch den Film an mit Moritz Bleibtreu. Er ist so aufrüttelnd. Die Leute sind nicht dumm. Natürlich gibt es dumme Leute, aber ihr wisst, was ich sagen will. Man kann sie dumm machen oder dumm Ja. halten, aber jeder, auch jetzt sage ich mal ein einfacher Arbeiter oder ein Landwirt oder die Bäckereifachverkäuferin, jeder hat seine klugen Ecken im Gehirn. Man ist nicht überall immer dumm. Aber Fernsehen ist genau das. Es kann dümmer machen, es kann intelligenter machen, je nachdem, was man sich anschaut. So, und auf X, also respektive Twitter, gibt es jetzt wie auf Clubhouse die Möglichkeit, Spaces zu veranstalten. Und direkt mit Leuten ohne Zensur, die einfach reinkommen, in einem Raum zu einem Thema zu reden. Man schreibt das Thema oben drüber. Zum Beispiel heute Prostitution verbieten, ja oder nein, kommt rein. Und dann ist es so krass, auf welch krass hohem Niveau, auch Thema Israel, Nahostkonflikt, fremde Leute, die du noch nie vorher gehört hast, sich zu diesem Thema äußern. Ich streame das live. 21:21 wegen der Uhrzeit heißt die Sendung. Also 21:21 der Talk, Hashtag, ja. Bei X jeden Sonntag um 21:21 Uhr. Die Leute stimmen vorher ab, über welches Thema. Während der Sendung wird live im Chat über bestimmte Dinge dieses Themas abgestimmt. Und ich streame es live auf Twitch, YouTube und auf X. Das mache ich jetzt gerade momentan. Folgt mir gerne auf X, weil das ist, wenn es eine Freiheitsplattform gibt, momentan der Stunde, dann ist das X. Okay? Kommt da drauf. Ihr bereichert euch, wenn ihr den richtigen Leuten folgt. Die intellektuelle Elite der Linken war vorher auf X. Jetzt ist da die intellektuelle Elite von ganz Deutschland, ja, nicht nur, aber eben auch, ja, die ist auf X.
Die diskutieren, die reden, die machen Meinung, die tauschen sich aus, die schreiben sich, die posten und die Zeit dort ist tausendmal besser verbracht als auf Facebook, ja. Folgt mir auch gerne auf YouTube, folgt euch auch alle ge gegenseitig, so, scheißegal. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir, guck mal, letzter Satz, ich habe jetzt, wie lange gibt es Nuviso? Seit schon immer, ja, seit es YouTube gibt. Sag mal Also, jetzt, 2015. nee, YouTube, Nuviso gibt es seit, naja, seit 2012. 2006. Okay, also ich gucke das seit, ich glaube, 7 Jahren. 7 Jahre gucke ich nur Wieso. Jetzt sitze ich mit dir in der Sendung. Ja, warum eigentlich erst jetzt? Ja. Ist egal, manchmal brauchen Dinge Zeit, ja? Shoutout an Jasmin Kosobek. Der fehlende Ja. Part, so habe ich dich kennengelernt und dann jetzt so. So schließt sich doch der Kreis, ist doch auch cool. Ich wollte dir auch noch beipflichten, die langen 2, 2,5 Stunden KenFM-Interviews. Man kann sein Gehirn nämlich auch so umtrainieren, dass man das irgendwann als Unterhaltung empfindet. Man kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause und alles, was man schauen will, um runterzukommen, ist 2 Stunden lang Frank Höfer im Gespräch mit Wolfgang Eggert über zionistische irgendwas, messianische Geheimsekten in Israel. Und man denkt so, das ist schon deep, ich muss da dranbleiben, das ist intellektuell stimulierend, aber mich bringt es auch runter, weil ich irgendwie, ja, man hat sich tatsächlich im Positiven umtrainiert, ne? Geht. Ja, also von mir auch abschließend zu sagen, Antoine, das war ein sehr frischer Wind und vor allen Dingen eine tolle Energie, die du hast. Und ich bin froh, dass du mehr oder weniger, dass wir alle gemeinsam auf einer Seite sind. Und ich bin echt guter Dinge, dass da noch einiges entstehen kann. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben. Und ich würde uns nicht gerne als Gegner haben, sage ich dir ganz ehrlich, um das mal so salopp zu sagen. Wie Und könnte ich zu 3 so hübschen, jungen, intelligenten Männern Nein sagen? ja, Also, ich. lass uns in Kontakt bleiben. Ich glaube, du bist auch aus Mainz, ist das richtig? Gut, ich bin jetzt hier direkt an Frankfurt am Main. Wer weiß, vielleicht gründen wir hier auch einen Nuviso-Ortsverein. Dezentralität. Ja, du bist herzlich willkommen. Richtige Ost-West-Sendung auch heute hier. Leipzig Genau, nach da machen ganz wir hier weit nicht nur rüber. in Leipzig eine MDR-Konkurrenz, sondern in Mainz noch jemand anderem. Ja. Dem Meinzelmännchen. Und wir mieten neben dem ZDF so einen Kabuff. So, wir machen das so wie Mike, wie war das? Mike Krüger und Thomas Gottschalk, der Piratensender. Aber mit dem Bus, mit dem Nuviso-Bus. Supernasen. Ja, okay. Ja, Ach, genau. da fällt mir noch was ein. Ich habe von euch, ich habe einmal was bestellt bei euch, Frank. Und zwar Videos oder so, empfehle ich auch jedem. Ja, es gibt bei Nuviso, konnte man sich damals noch DVDs bestellen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch anbietet. Und ihr habt dieses Comic. Und ich dachte mir, Alter, die kommen immer auf neue Ideen. Die sind schon so cool. Jetzt haben wir schon ein eigenes Comic. Mega geil, das bestellst du dir mit. Und dann habt ihr mir die DVDs geschickt. Das waren, glaube ich, 10 Stück oder so, aber nicht das Comic. Ja, und das Comic fehlt. Ich habe es bezahlt. Ja, und ich möchte das Den Comic gar nicht. haben. Ich bin so neugierig. Also nur ein Comic habe ich bezahlt, die anderen nicht. Ne? Also das steht noch aus. Das seid ihr mir noch schuldig. Ja, ich weiß, was du. Ich schicke dir alle, die Ich wir glaube auch, haben, das die können wir noch irgendwie lieferbar klären. sind. Es sind tatsächlich schon 2, 3 ausverkauft, die haben wir gar nicht mehr. Das Aber ist doch schicke ich dir unsere natürlich Masche. gerne Das zu. erste Comic kommt nie an. Man muss dann nochmal bestellen. Nein, Quatsch. Nee, das war keine Absicht. Das war irgendein Fehler, aber ja. Ich will es Das will ich wirklich nicht. super gerne haben. Ihr seid für mich, seid ihr drei, seid ihr Kult, ne? Und die Leute, die hier Nachwuchs machen, na, Aaron, Alexander, ich wünsche euch viel Erfolg von ganzem Herzen, ja, dass ihr eure Ideen weitertragt, ja. Guck mal, krass! Es gibt Was ist keine das? Zufälle. Ja. Aber können wir das auch? Das ist der geilste Oder? Abschluss ever. Du hast Hier kann. irgendeinen Emoji-Maker an oder so bei Das ist Siri. so eine KI irgendwie, die What das the hell? erkennt. Keine Wir brauchen Ahnung. die auch. Ja. Wo geht das denn? Ja, Reaktion? vielen, vielen Dank, Antoine, Ah. Alexander, dir natürlich auch und Aaron. Ich fand's wirklich sehr bereichernd und Antoine, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch einige Sendungen miteinander uns hören. Und vor allen Dingen die Idee, ja auch so ein bisschen in alternatives Reality-TV zu gehen, mal was zu wagen, mal weg von diesen stundenlangen Talking-Head-Formaten. Wie gesagt, ich bin da gerne bereit. Lass uns da quatschen und mal schauen, was bei rauskommt. Ja.
Alright. Ja, ich danke euch auch. Ich fand es auch sehr bereichernd. Jetzt ist irgendwas angekommen bei dir mit einem Herz, Alex, aber ohne diesen geilen Effekt. Ja, ich Okay. klicke hier schon wie ein Verrückter, aber Wir ich haben muss mal gucken. hier Talking Head Format nochmal auf ein neues Level gebracht durch Antoine Richard mit Effekten. Okay. Ist Wird auch nicht. schon mal was. Ist schon wieder die nächste Wir freuen Idee, uns hier Alex. wie so vier Boomer, die. Ich habe hier gerade mit dem Prinz aus Kenia geschrieben, auf einmal kamen so Herzen im Bildschirm. Okay, das war Gott und die Welt mit. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, Alex, du warst irgendwie so halb Gast und halb Mitmoderator. Ich Nee, ich habe bin mich hier jetzt eher so ein. auch als Moderator gesehen, ehrlich gesagt, anstatt als Gast. Okay, ja, es ist einfach wieder super abgesprochen gewesen und geplant hier beim Schwurbel TV. Und deswegen umso authentischer, so soll es doch sein. Danke in die Runde, macht's gut. Liebe Zuschauer da draußen, bis zum nächsten Mal hier bei Gott und die Welt oder einem anderen Format. Wir sind raus, hat Spaß gemacht. Peace. Tschüss. Tschüss. Ciao.